Okay, herzlich willkommen zu dem ersten Meet Alumni MTP Podcast, Webinar, wie auch immer. Folge 1, MTP in der Startup-Welt. Nun, ich mache es zum ersten Mal, deswegen verzeiht mir vielleicht den einen oder anderen Fehler, aber ich verspreche, bei den nächsten Malen besser zu werden. Mein Name ist Vladislav Vitaschkov, ich bin LAC-Manager in München und werde euch heute begleiten. Nun, vielleicht erzähle ich zuerst ein bisschen was, wie es zu der Idee kam, wieso wir das heute machen und dann fangen wir schon mal mit dem ersten Präsenter an. Wir hatten Anfang des Jahres ein Treffen auf dem Ammersee, wo LAC-Manager zusammenkamen, um einfach neue Gedanken zu sammeln, wie wir den Verein voranbringen, wie wir unser Netzwerk mehr leben können. Netzwerkleben ist ja das Motto der Alumni dieses Vereines und es entstand eben bei uns die Idee, ein Webinar zu machen, weil es den Vorteil hat, dass es keine Abhängigkeit von dem von der Location hat. Wir können also Menschen erreichen, Studenten erreichen, die vielleicht nicht so ein großes Alumni-Netzwerk vor Ort haben, wie wir in München oder Hamburger oder Berliner Kollegen. Andererseits können wir auch Alumni einbeziehen, die nicht in den Alumni-Netzwerken, großen Alumni-Netzwerken vernetzt sind, sondern zum Teil auch überall in der Welt verstreut sind, so wie heute der Fall. Wir haben heute Leute aus San Francisco. Es wird Philipp einen Vortrag darüber halten, wie es dort ist, zu leben und zu arbeiten. Alex wird heute leider nicht, also Alexander Seifert wird heute leider nicht teilnehmen, weil er einen Termin reinbekam. Man muss bedenken, dass in San Francisco gerade 10 Uhr vormittags ist. Danach haben wir Henrik Beckmann, der ein Startup selber gegründet und aufgezogen hat, und zwar nicht in Deutschland, sondern in Barcelona. Er wird ein bisschen was dazu erzählen, wie es ist, ja, ein Startup in kürzester Zeit groß zu machen und dann auch erfolgreich zu veräußern, und wird ein bisschen was zu seinen jetzigen Vorhaben erzählen. Und als dritten Speaker haben wir heute den Alex Fries, der ist ein Alumnus in München, den ich von Alumni-Stammtischen ganz gut kenne. Er hat schon in den 90ern seine Firma gegründet, bei der er immer noch Geschäftsführer und also Mitgründer und Verantwortlicher für Marketing ist. Und er wird ein bisschen was erzählen, wie die Webprojekte damals abgelaufen sind und wie die heute ablaufen. Genau. Jeder hat ungefähr eine halbe Stunde Zeit, davon 20 Minuten zum Erzählen, Vortragen, wie auch immer die Jungs das heute gestalten werden. Und dann 10 Minuten Q&A. Der Zeitplan ist jetzt nicht so fest, also wenn wir 5 Minuten früher fertig sind oder 5 Minuten überziehen, bitte steinigt mich nicht. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich das mache. Wie ich sehe, es sind schon 24, die zugucken. Und genau, was wichtig ist, ihr habt, schauen wir mal hier, den Live-Chat. Ihr könnt eure Fragen da reinstellen. Also die Fragen werde ich dann durchlesen, schauen, welche Duplikate sind und dann den Jungs stellen. Nee, ich glaube, es ist genau andere Richtung, wie ich es gerade gezeigt habe. Ich sehe mich selber ein bisschen verzögert. Genau. Da ich noch ein bisschen Zeit habe, vielleicht noch ein bisschen was zu mir, wenn ich schon veranstalte. Ich war selber aktiver MTPler in München, habe Ressortleitung, Beratung und Veranstaltungen gemacht. Dann im Team von Basti und Dejan, die die meisten von euch, glaube ich, kennen werden, Nationalleitung Beratung gemacht, ein Jahr lang. Und habe dann 5 Jahre in einer großen Beratung gearbeitet und jetzt habe ich selber ein Startup gegründet. Deswegen habe ich auch das Thema MTPler in der Startup-Welt ausgewählt, weil es mich persönlich selber interessiert, weil ich hoffe, dass es mich voranbringt, aber auch genauso bei euch Leute gibt, die es wissen wollen, wie es ist, ein Startup zu gründen, die es wissen wollen, wie es ist, in Silicon Valley zu leben. Und ja, wenn ihr mehr über mich wissen wollt, geht es einfach auf die Webseite von mir, also die heißt brezel.com. Wir arbeiten an der Kühlschrankkamera, wenn ihr Lust habt, mich zu unterstützen, vielleicht Connection habt oder
Leute kennst mit viel Geld, die investieren wollen, gerne an mich weiterleiten. Wir sind dazu da, um zu netzwerken, und das machen wir jetzt. Genau, also, ich habe jetzt einen Philipp. Philipp. Er ist, glaube ich, bereit, und ich glaube, ich übergebe einfach mal an Philipp. So, schon Podcast. So, hallo Philipp, warte mal, ich muss dich noch. So. Ja. Okay, ich. Was? Ich gehe. Okay. Alles klar. Ja, dann wunderschönen guten Tag, wunderschönen guten Abend von mir hier aus San Francisco. Entschuldigt den etwas merkwürdigen Kamerawinkel. Mir ist kurz vorm Termin hier gerade die Kamera abgeraucht, und deswegen benutze ich die interne Kamera an diesem Laptop, die wirklich einen etwas merkwürdigen Winkel hat. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem gut sehen und gut verstehen. Wichtiger als das, was ich als mich hier anzugucken, ist sowieso meine Präsentation und das, was ich eben dazu sage. Ich freue mich, hier direkt mal den Auftakt zu machen bei diesem MTP-Alumni-Webinar, bei dem ersten, und dann auch direkt der erste zu sein. Vielen Dank dafür. Super Gelegenheit. Und ich werde euch ein bisschen was darüber berichten, wie das ist, hier in San Francisco und im Silicon Valley zu leben und zu arbeiten. Ein bisschen was darüber zu berichten, was mich hierher verschlagen hat, wie der Weg hierher war und ja, warum ich hier eigentlich mal für ein Jahr hergekommen bin, und das seit, ja, das ist 3,5 Jahre her, und warum ich jetzt eben immer noch hier bin. Und ja, ich teile jetzt mal meinen Screen. Eigentlich wollte ich die Präsentation natürlich mit meinem Freund Alexander machen, aber ja, wie das immer so ist, die Termine kommen manchmal unvorbereitet rein, und dann genau, muss man eben auch kurzfristig reagieren. Ich hoffe, es wird trotzdem spannend für euch, auch wenn Alexanders Perspektive natürlich nochmal irgendwie eine etwas andere gewesen wäre, und er auch schon nochmal ein bisschen länger hier ist und er auch ja wirklich eine gute Perspektive hier auf alles hat. Aber das, ja, das wird er euch vielleicht dann in einem der nächsten Webinare erklären können. Genau. Also, in den nächsten paar Minuten werde ich euch ein bisschen was erzählen über das Silicon Valley und über mich. Aber erstmal, es ist schön, euch kennenzulernen. Kurz ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Philipp Schett. Ich bin Alumni aus Berlin. Das heißt, ich habe von 2010 bis 2012 noch an der Humboldt-Uni in Berlin studiert. War auch ein paar Mal im Ausland, ne, in Kuba und in Kopenhagen. Und war damals eben auch ja Leiter unserer Geschäftsstelle für ein Jahr und habe das mit einigen anderen ja Alumni, mittlerweile Alumni, eben in Berlin gemacht, und wir hatten damals auch ein paar spannende Projekte, unter anderem eben bei Microsoft, aber genau, während des Studiums eben auch schon viel praktische Erfahrung gesammelt, das war mir immer wichtig, und ja, mittlerweile seit ein paar Jahren, seit 2013 bei DTCON. Und DTCON, das ist die Unternehmensberatungstochter der Deutschen Telekom. Das heißt, ja, ich bin also Unternehmensberater in der Telekommunikationsbranche. Genau, das heißt, die letzten Jahre habe ich ziemlich viele, ihr seht hier die Flaggen, ich habe es jetzt mal unterlassen, hier euch irgendwie die Kunden oder unsere Klienten mitzuteilen. Aber es ist eben ein sehr internationaler Job. Ich war längere Zeit in der Türkei, in Saudi-Arabien, in Katar, in Kanada, in den USA und. Also habe wahrscheinlich noch ein paar Länder vergessen. Aber genau, es ist eben ein sehr internationaler Job. Aber eben meine Homebase, also mein Heimatstandort, ist hier San Francisco. Und von San Francisco aus, ja, beraten wir eben unsere Kunden oder unsere Klienten weltweit darin, entweder mit Startups zu kooperieren oder eben selber mehr wie ein Startup zu arbeiten. Und was das bedeutet, das, ja, das werde ich euch halt die nächsten Minuten vorstellen. Und ihr seht hier unten auch noch, also ich arbeite nicht nur, auch wenn das ziemlich viel Zeit meines Lebens beeinträchtigt natürlich, aber nebenbei habe ich auch hier einen Verein mitgegründet, die East Bay Beer Runners, weil das so meine beiden Hobbys, nämlich Craft Beer, das wunderbare amerikanische Craft Beer, und Laufen, also Joggen. Wunderbar,
wunderbar vereint und das ist auch ein großer Spaß für mich. Genau. Und deswegen, genau, ganz kurz, was ist überhaupt die Dedekon? Was mache ich hier? Die Dedekon ist Teil der Deutschen Telekom und eben die Unternehmensberatungstochter. Und wir kümmern uns eben tatsächlich einfach darum, ja, das, dieses Wissen aus dem Silicon Valley einerseits in unseren Konzern zu tragen, aber eben auch zu unseren Kunden weltweit. Und genau, ihr seht hier, das ist unser Office in San Francisco. Ich bin hier Teil des Management-Teams mittlerweile. Und genau, als Teil des Management-Teams ist es eben meine Aufgabe, hier unser Business in Partnerschaft mit lokalen Startups zu aufzubauen. Ja, das heißt, ich arbeite selber nicht in einem Startup, ich arbeite für die gute alte Deutsche Telekom. Aber einerseits sind wir hier, naja, ich meine, das sagt natürlich jedes Unternehmen, aber wir sind hier tatsächlich relativ gut wie ein Startup aufgestellt. Wir sind nur ungefähr 20 Mitarbeiter hier vor Ort in San Francisco. Und ich arbeite eben sehr eng mit vielen Startups zusammen, mit denen wir dann eben ja, innovative Lösungen für unsere Kunden entwickeln. Und das heißt, ich habe da einen relativ guten Einblick da rein, wie so Startups hier funktionieren. Und genau, deshalb möchte ich euch einen kurzen Vortrag über Florenz geben. Nein, Florenz natürlich nicht, aber Florenz ist, wenn man mich fragen würde, wo würde ich gerne leben, dann ist das natürlich einerseits das San Francisco des 21. Jahrhunderts, also genau da, wo ich jetzt heute lebe, möchte ich auch leben. Aber wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte, dann würde ich gerne nach Florenz gehen. Und das liegt einfach daran, dass Florenz so einer dieser ersten Innovationshubs war. Und vieles von dem, was damals in Florenz war, ist eben auch so ein bisschen Vorbild für das Silicon Valley heute. Das heißt, man hatte damals eben die reichen Kaufleute, die Medici-Familie und andere. Du hattest eine unglaublich hohe Dichte an Künstlern, die sich gegenseitig inspiriert haben. Und du hattest zwar Du hattest eine Menge kreative Opportunities, aber du hattest eben diese Rivalität, aber eben immer immer in einer gesunden Rivalität. Und das fasziniert mich an Florenz, aber das fasziniert mich ja auch am Silicon Valley. Du hast hier natürlich irgendwie Business Angels, aber du hast hier natürlich eine Menge Wettbewerb, aber, und das finde ich das Besondere am Silicon Valley, du hast so eine Pay-Forward-Kultur. Das heißt, die Startups sind relativ offen, miteinander zu arbeiten. Ich meine, auch technisch äußert sich das natürlich mittlerweile in offenen APIs, in einer Menge Kollaboration. Also ich habe meine Masterarbeit damals an der Humboldt-Uni über Co-Opetition geschrieben und das trifft es auch immer noch ganz gut. Das heißt, so diese Verbindung aus Wettbewerb und eben Zusammenarbeit, das ist hier so das Besondere im Silicon Valley. Das ist natürlich mittlerweile auch in den tollen Startup-Szenen in Berlin, München oder auch in auch anderen Orten auf der Welt gibt, aber hier eben vielleicht nochmal einen Ticken mehr. Genau, wenn ich über das Silicon Valley spreche und ich sage die ganze Zeit, ich bin hier in San Francisco, dann sagen viele, ja, aber Silicon Valley ist doch gar nicht San Francisco. Ja, also streng genommen stimmt das. Das eigentliche Silicon Valley ist ein bisschen südlich von uns, ungefähr 50 Meilen. Aber mittlerweile ist das hier alles zu einem großen Metropolitan Hub geworden. Mit 3 Millionen Menschen, die hier wohnen. Ich selber wohne auf der anderen Seite der Brücke, hier bei dem großen Pandora-Zeichen in Oakland. Arbeite direkt mitten in San Francisco im Financial District und man sieht eben, dass mehr und mehr Startups eben mittlerweile auch in San Francisco gegründet wurden. Das heißt, hier sitzen Lyft, hier sitzt Airbnb, Uber, das heißt, und Twitter sitzt hier gerade die Straße runter. Das heißt, wir sind nicht nur in San Francisco, weil es hier ein bisschen kühler ist als im Silicon Valley, wo es auch gerne mal richtig heiß werden kann, sondern einfach auch, weil hier mittlerweile eine ganze Menge auch passiert. Und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich beeindruckend, finde ich, weil hier 3 Millionen Leute wohnen und trotzdem so viel passiert. Und diese Firmen, ich glaube, unser aller Leben irgendwie beeinflussen. Genau, ich will euch gar nicht zu sehr mit Fakten langweilen, aber ja, man merkt eben hier im Silicon Valley, wie viel Diversity es ist. 50% der Gründer sind irgendwie Einwanderer. Ich selber natürlich irgendwie auch. Und bei den Engineers, also bei den Informatikern, sind sogar 70%. Das heißt,
ja, es gibt unglaublich viel Diversity. Es ist ein Kommen und Gehen, was natürlich auch immer mal wieder schwer macht, hier tatsächlich Fuß zu fassen. Aber ja, es ist halt einfach irgendwie ein unglaublich spannender Mikrokosmos. Genau. Und dementsprechend haben hier eben auch die wertvollsten Firmen der Welt ihren Sitz. Und man sieht hier eben, dass Apple hier ihren Sitz hat, Alphabet, Facebook, Oracle, Intel. Also so die wirklich großen Tech-Companies sitzen hier oder eben nur eine Flugstunde von uns entfernt in Seattle, wo Microsoft, Amazon und andere sitzen. Also hier ist wirklich innerhalb von wenigen Meilen unglaublich viel Kapital, aber eben auch unglaublich viel Technologie-Innovation versammelt. Und ja, was macht das hier besonders? Wir sehen eben, dass wir ganz besondere akademische Institutionen haben. Und ich glaube, diese vier Faktoren, die ich hier aufzähle, die machen es auch so schwierig und die gibt es eigentlich so in der Kombination ganz selten mal weltweit. Also klar, es gibt immer wieder, hey, wir bauen jetzt hier Silicon Alley in Berlin oder wir bauen Silicon Saxony oder was auch immer. Ne? Also es gibt unglaublich viele Versuche, das Silicon Valley zu kopieren, aber es ist eben schwierig, das Silicon Valley tatsächlich zu erreichen. Und das liegt eben daran, dass man hier Berkeley, aber eben auch Stanford hat, aber eben auch ganz noch andere Universitäten. Und ich meine, alleine Stanford, das sind zwar nur 13.000, 14.000 Studenten, aber die gründen so viele Startups danach, das ist unglaublich beeindruckend. Und man hat eben einerseits Startups, aber du hast eben auch die Established Companies, die immer weiter innovativ sind. Das heißt, Google, Apple, das sind natürlich alles keine Startups mehr, aber das sind Unternehmen, die es trotzdem schaffen, immer noch ziemlich innovativ zu sein. Ja, ich weiß, der ein oder andere Apple- oder Android-Fanboy wird jetzt sagen, dass Apple nicht mehr innovativ ist, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und wir haben hier eine unglaubliche Menge an Venture Capital. Das heißt, wir sind hier wirklich inmitten der Postleitzahlen. 94105 ist die Postleitzahl, in der ich hier sitze. Und das ist die Postleitzahl mit dem höchsten Venture Capital Einsatz weltweit. Und das ist halt hier, wenn du in Deutschland gründest und du ziehst auf einmal in die USA, du wirst einerseits natürlich deine Kosten erhöhen, aber du erhöhst auch den Wert deines Unternehmens einfach dadurch, weil du hier einen besseren Zugang zu Venture Capital hast. Und ich glaube, diese Underlying Culture ist ganz wichtig. Silicon Valley ist eben nicht nur ein Industriegebiet irgendwo, sondern es ist ein Industriegebiet im Norden Kaliforniens. Das heißt, wir sind hier, naja, auch da, San Francisco, wo mal die Hippie-Kultur entstanden ist, wo es auch heute noch eben solche Festivals wie Burning Man gibt, eben wo, ja, Scheitern auch mal akzeptiert wird, wo Neues tatsächlich ja nicht nur irgendwie akzeptiert und toleriert wird, sondern tatsächlich embraced, also tatsächlich viele Leute haben hier Lust auf Neues und das ist tatsächlich immer wieder schön zu sehen. Und ich finde, wenn ihr diese vier Faktoren anseht, dann kann man da auch immer wieder ein bisschen was darüber lernen, wenn man das in seinem eigenen Unternehmen vielleicht irgendwann mal oder wenn man plant. Ne? Also, weil das sind einfach wichtige Faktoren. Seid offen, mit anderen Unternehmen zu kollaborieren. Es hilft nichts hier, sich im Elfenbeinturm abzuschotten, sondern wirklich ein Netzwerk zu bilden. Immer mal wieder raus mit der Idee. Ich habe das bei dir gesehen, du hast eine Idee bei Facebook gepostet, das waren und du hattest direkt Feedback, das war zum Teil positiv, zum Teil war es aber auch nicht positiv und das ist ja genau das, was man braucht. Ne? Und genau das bekommt man hier immer ziemlich schnell und ziemlich effektiv. Ne? Also Feedback von eben Leuten, die eben mit dir einerseits im Wettbewerb stehen, aber eben andererseits auch irgendwie deine Kunden sein können. Das heißt, du hast hier wirklich Zugriff auf eine ganze Menge spannende Leute. Und das führt auch dazu, dass die Kultur eben so ist, dass es im Silicon Valley ist halt nicht so sehr, also wir sind hier nicht in L.A., wir sind hier 500 Kilometer nördlich von L.A. und die Welt ist hier definitiv eine andere. Das heißt,
hier sind unsere Rockstars und unsere Superstars. Hier sind eben, naja, CEOs, CTOs, Elon Musk und Mark Zuckerberg und andere, die wirklich, wirklich spannende Sachen machen. Und das finde ich, das auch immer wieder ein schönes Zeichen dafür, dass hier halt nicht der hübsche Superstar abgefeiert wird, sondern hier wird der Nerd abgefeiert, der eine Company durch sein Wissen voranbringt. Und warum sollte euch das betreffen? Oder warum hören wir uns das hier alles an? Und ich glaube, dass das im Endeffekt jede Industrie irgendwie früher oder später betreffen wird. Das heißt, egal für welche Industrie ihr vielleicht dann irgendwann mal arbeitet oder für welche Industrie ihr Marketing macht, ihr werdet mit wahrscheinlich Innovationen aus dem Silicon Valley irgendwann mal in Berührung kommen. Und ich arbeite für eine Branche, die das schon echt schmerzhaft durchgemacht hat und immer noch schmerzhaft durchmacht. Telekommunikation war vor ein paar Jahren noch eine echte sichere Bank. Jeder hatte irgendwie seinen Mobilfunkvertrag, hat 19 Cent pro SMS bezahlt. Wer zahlt heute noch für SMS? Ne? Also das ist, das ist einfach bitter für eine Telekom, aber es ist super für Innovationen und das ist super für am Ende den Verbraucher. Ne? Weil wir da natürlich davon profitieren, auch wenn das für einzelne Branchen natürlich heißt, sich immer wieder neu erfinden zu müssen. Und es heißt eben auch, und ich glaube, da können wir auch eine Menge vom Silicon Valley lernen, egal in welcher Firma wir arbeiten, dass wir einerseits irgendwie hier nicht mehr diese krassen Hierarchien haben. Und in vielen deutschen Unternehmen ist das natürlich auch ein Trend zu sagen, ja, wir haben hier flache Hierarchien. Naja, ne, ob das dann immer wirklich die Realität entspricht, das wisst ihr dann am besten selber, wenn ihr in so einem Unternehmen arbeitet. Und hier ist eben auch so dieser Trend immer stärker. Und das ist auch das, was wir bei MTP natürlich irgendwie versuchen, dass wir kleine Teams, die aber eben agil zusammenarbeiten und cross-funktional sind, das heißt wirklich, ein Engineer, ein Designer, ein Marketing-Fachmann, also eine Fachfrau und die wirklich dann eng zusammenarbeiten. Und genau, ich habe es gerade eben auch schon angesprochen, nicht so sehr in langen Projekten ohne irgendein Kundenfeedback vergraben, sondern tatsächlich iterativ vorgehen. Lean Startup ist ein bekanntes Buch, das eben auch hier entstanden ist und in dem er Eric Ries eben sagt, okay, hier bitte immer in schnellen Zyklen arbeiten, schnell Kundenfeedback einholen und immer wieder releasen. Und wenig Bürokratie und Regeln vielleicht auch mal brechen und dafür eher Leadership by Example und eben indem ich Kontext gebe. Und das versuche ich einerseits hier eben bei der Dedicon auch selber umzusetzen. Ich sehe aber eben auch, wie das hier funktioniert, im Silicon Valley. Ja. Und genau, so ein paar Dinge, die das hier vielleicht, oder ein paar Grundsätze, die das hier ein bisschen unterscheiden von vielleicht einer klassischen deutschen Gründlichkeit, ist halt hier, du hast den Leitspruch, besser ist done als perfect. Und wenn du Und der LinkedIn-Gründer hat das mal gesagt, wenn du nicht von deiner ersten Version, die du releast, wenn die dir nicht peinlich ist, dann hast du wahrscheinlich zu spät gelauncht. Und ich bin da auf Henriks Vortrag gespannt und würde ihm direkt mal die Frage stellen, ob das denn bei ihm auch so der Fall war, dass die erste Version vielleicht noch so ein bisschen zähneknirschend war, aber man musste halt irgendwie raus und Kundenfeedback holen. Ne? Und genauso einfach sich schnell bewegen und vielleicht auch mal eine Regel brechen. Ne? Und man muss es einfach tun. Also von daher, ich glaube, das kann man hier definitiv lernen. Und ich glaube, das hat mich die letzten 3,5 Jahre auch ein bisschen geprägt, dass ich natürlich irgendwie immer noch einen hohen Qualitätsanspruch habe. Aber manchmal muss man halt einfach erstmal raus und Kundenfeedback holen, bevor man sich 3 Jahre in den Elfenbeinturm anschließt.
Und warum klappt das so selten? Ja, weil es leicht ist, über Kultur zu reden. Und es ist leicht, über eine Fehlerkultur in einem Unternehmen zu sprechen. Aber es ist unglaublich schwer, die umzusetzen. Das heißt, es ist wirklich nicht so leicht zu sagen, ja, wir machen das hier. Also das ist einfach alles nicht so leicht in einem Unternehmen umzusetzen. Und die Kultur, die man hier hat, die hier wirklich auch über 40, 50 Jahre gewachsen ist und die ja auch irgendwie ihre Zyklen hatte, also mit der Dotcom-Blase, die in 2000 geplatzt ist, mit der großen Rezession von 2007 bis 2009, das hat man hier auch harte Zeiten durchgemacht, aber es ist eben die Kultur des Optimismus und des Scheiternlassens, die ist halt irgendwie Gott sei Dank geblieben und die ist faszinierenderweise geblieben, obwohl wir hier diesen Wandel und diesen hohen Durchfluss an Menschen haben, die kommen und gehen. Und das finde ich spannend. Ich würde euch noch ganz kurz mitgeben, wenn ihr für die Studenten, die daran teilnehmen, falls ihr jetzt irgendwie Lust drauf bekommen habt, mal das Silicon Valley selber auszuprobieren, das kann man. Ihr könnt bei mir Praktikum machen und da freue ich mich über Bewerbungen. Wir suchen natürlich vor allem irgendwie Studenten, die schon ein bisschen am Ende des Studiums sind. Ich benutze das jetzt hier für schamlose Eigenwerbung meines Praktikums. Aber ihr könnt natürlich auch bei der Green Card Lotterie mitmachen. Es ist ein harter und steiniger Weg. Also wenn man hierher will, das dauert und es ist nicht so leicht, hier mal eben rüber zu fliegen und zu sagen, hey, hier bin ich, sondern, und anders als wir das vielleicht innerhalb Europas gewöhnt sind, sondern die Visumsregularien sind relativ streng. Ich bin beispielsweise mit einem Visum hier, das an meinen Arbeitgeber gebunden ist. Und ja, ich kann jetzt hier zum Beispiel auch gar nicht wechseln. Das sind Dinge, denen sollte man sich vorher bewusst sein. Und ich bin trotzdem unglaublich glücklich hier, aber es ist eben nicht, es ist nicht immer so leicht. Eine Möglichkeit, hier rüberzukommen, ist natürlich auch über den German Accelerator. Das heißt, wenn ihr ein Startup gründet oder darüber nachdenkt, dann meldet euch gerne mal bei mir. Ich kann euch dem German Accelerator vorstellen, die hier immer wieder Programme haben, bei denen man 3 Monate hier im Silicon Valley arbeiten kann und das dann eventuell auch dazu nutzen kann, weiter Kontakte zu knüpfen. Und genau, vielen Dank. Ich bin jetzt auch schon am Ende meines Vortrags. Ich hoffe, ihr habt mir folgen können. Und ich beende jetzt mal meinen Screenshare und freue mich dann auf Fragen. Ja, super. Hier bin ich wieder. Ich hoffe, ihr konntet das halbwegs verstehen. Ich bin mir jetzt zwischenzeitlich nicht so sicher, ob der Ton passt, aber ja. Ich hoffe, ihr konntet es. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie wir weitermachen, aber das wird euch hoffentlich Vlad sagen. Okay, kleinen Moment, gerne. Ja, ich würde sagen, wir warten wahrscheinlich einfach auf die Fragen, nicht wahr? Falls ihr Fragen habt. Ich kann euch ansonsten hier nochmal ganz kurz, während wir hier auf die Fragen warten, mal kurz den Blick aus meinem Büro zeigen. Falls bisher noch keiner Lust hatte, vielleicht macht es das. Es ist ein wunderschöner, sonniger Tag hier in San Francisco. Hier unter mir ist das Palace Hotel. Wir sind im 20. Stock, das heißt für San Francisco noch relativ niedrig, aber trotzdem ein schöner Blick hier. Genau. So. Hervorragend. Ja, jetzt. Sir. Ja, jetzt. Sir.
So, Philipp, warte mal, ich mache die laut, leise. So, sorry, ich habe jetzt ein bisschen, also, jetzt habe ich es wieder hingekriegt, irgendwie hat bei mir alles gehangen. Also, du, vielen Dank, ein toller Vortrag. Ich habe ein paar Fragen mir aufgeschrieben, weil wir noch Q&A-Session haben. Ich schaue, dass ich dich wieder hier rum. Bist du gerade gemutet, oder? Ich war gerade gemutet, jetzt müsstest du mich wieder hören. Genau, okay, prima. Also, meine erste Frage war, dass ihr im Office, was du gesagt hast, eine Telefonzelle habt aus Deutschland. Wie habt ihr die da reinbekommen? Ja, tatsächlich sind wir ja als alte Tochter der Deutschen Telekom oder als und damit eben auch damals der Telepost ein deutsches Unternehmen und wir wollen hier eben auch ein bisschen zeigen, wo unsere Wurzeln sind. Das heißt, wir haben nicht nur eine Telefonzelle, sondern wir haben auch naja, ne, deutsche Künstler an der Wand, wir haben eine bayerische Küche, das heißt mit Holzbänken und im Oktoberfest-Style. Und das haben wir alles über eine deutsche Künstlergruppe organisiert bekommen, die uns hier das Office eingerichtet hat und die eben auch mit einem riesen Container aus Deutschland hier das alles eingeschifft haben. Cool. Okay, eine weitere Frage ist jetzt von Anne Wirz. Mich würde interessieren, wie die Telekom auf Startups reagiert und versucht, sich anzupassen. Kann die Telekom mit dem Tempo der Startups mithalten? Also, die Detekon, also über die Telekom, ja, also die Geschwindigkeit von Startups zu imitieren, ist immer wieder schwierig. Ist natürlich schwierig, ist eine Herausforderung, aber das klappt oft schon ganz gut. Wir haben beispielsweise die Deutsche Telekom immer gegründet. Das ist ein Unternehmen, das eben auch ja, WhatsApp-ähnliche Messenger-Dienste anbietet und die eben auch in sehr, sehr, ich sag mal, sehr, sehr hoher Geschwindigkeit das machen. Innerhalb der großen Organisation ist das natürlich immer ein bisschen schwieriger und deswegen ist es dann oft Win with Partners, wie man so schön sagt. Das heißt, man versucht nicht besser zu sein als die Startups, sondern man versucht mit den Startups zu partnern und dann eben gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Das heißt, die Geschwindigkeit der Startups und die Innovationskraft der Startups mitzunehmen und aber eben die große Reichweite und die klassischen Kommunikationskanäle eines großen Unternehmens zu nutzen. Ja, cool. Warte mal, ich schaue, ob da noch Fragen gibt. Sonst hätte ich noch mehr einfach aufgeschrieben. Also Anne, ich hoffe, die Frage ist beantwortet, sonst stell sie in den Kommentaren nochmal. Genau, falls euch auch noch Fragen nachher einfallen, E-Mail-Adresse habt ihr alle. Also, genau, ich werde es gerne zur Verfügung stellen. Warte mal, ich habe noch zwei weitere Fragen. Alexander Grau schreibt, du hast vorhin von Scheitern gesprochen. Wie geht man denn in San Francisco damit um? Also, natürlich ist es besser, man scheitert gar nicht erst. Also ich sage mal so, es ist immer besser, du wirst schon in deinem ersten Versuch der nächste Facebook-Gründer, wie Mark Zuckerberg, das geschafft hat. Aber es ist eben so, dass viele Venture Capital Unternehmen und die dir wirklich das Geld geben, die fragen, okay, hast du denn schon einmal gegründet und hast du, ja, und warum ist es gescheitert? Und dann geht es nicht darum, dass du mit diesem ersten Fehler dann gebrandmarkt bist als, ja, als jemand, der es nicht geschafft hat, als jemand, der es auch nie schaffen wird, sondern es ist wichtig, dass du aus deinem Scheitern lernst und dass du dann eben sagst, okay, das waren die Fehler, die ich begangen habe, darum hat es nicht geklappt und darum weiß ich, warum es beim nächsten Mal besser mache. Wichtig ist, dass man einsehen sollte, was man selber falsch gemacht hat und warum man selber gescheitert ist, anstatt die Schuld dann irgendwie bei anderen zu suchen und immer waren die anderen schuld. Das hilft einem nicht weiter.
sondern es hilft einem nur weiter, über sein eigenes Scheitern, seine eigenen Fehler zu reflektieren und daraus zu lernen. Okay, perfekt. Alex, ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Wir haben noch eine von Vanessa. Hey Philipp, mich würde einmal interessieren, wie du Innovationshubs in Deutschland fördern würdest. Was fehlt in Deutschland, dass eine förderliche Atmosphäre geschaffen werden kann? Ja, das ist eine gute Frage und das ist ja auch gar nicht so leicht. Also, ich glaube, dass wir mit Berlin und München auch schon echt spannende Hubs haben. Was in Berlin und München vielleicht noch fehlt, sind ein paar Faktoren. Einerseits fehlt es eben noch an Angels und VCs, die tatsächlich in innovative Ideen investieren. Also beispielsweise ein Hardware-Startup oder auch einen Investor von Hardware-Startup in Deutschland zu finden, ist schon mal deutlich schwieriger als hier. Wenn man das nächste E-Commerce-Startup aufmachen will, das kriegt man in Berlin, wahrscheinlich ganz guten Investor für, aber alles andere ist schwierig. Das heißt, wir brauchen einfach mehr Risikokapital für wirklich innovative Ideen. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich tun würde, ist tatsächlich irgendwie Gründergeist stärken. Das fängt schon in der Schule an. In der Schule Informatik als Pflichtfach, in dem man tatsächlich dann, jeder von uns sollte ein bisschen programmieren können. Er sollte verstehen, wie die Welt funktioniert. Das muss nicht jeder hier perfekt können, aber zumindest mal ein paar Zeilen Code zu schreiben, hilft die Welt um uns herum zu verstehen. Und dann eben tatsächlich nicht das Abitur natürlich qualifiziert ist für das Studium. Und ich meine, wir haben alle studiert und ich glaube, das ist auch eine gute Idee, mal zu studieren. Aber ein Studium muss ja nicht unbedingt dann in so eine Karriere bei einem großen Konzern münden. Ne? So diese Fahrtgebundenheit, die es da oft gibt. So, sondern mehr Mut dazu entfachen, zu gründen. Das fängt irgendwie auch schon für mich in der Schule an. Und das Dritte, und da bin ich, glaube ich, vielleicht ein bisschen, innerhalb einer politischen Debatte schnell, aber du brauchst internationale Diversity. Und wenn du wirklich in Berlin, als Berlin beispielsweise, einen internationalen Startup-Hub aufbauen willst, dann musst du es Leuten ermöglichen, von international zu kommen, aus der ganzen Welt, die qualifiziert sind und die dann tatsächlich mithelfen können, Startups zu gründen. Es gibt hier einen unglaublichen War of Talents hier in San Francisco. Das heißt, hier muss Google einem neuen Entwickler 120.000 im Jahr zahlen und 120.000 reichen in San Francisco nicht für eine eigene Wohnung. Das heißt, es gibt hier einen unglaublichen War of Talents. Das heißt, wenn es deutsche Städte geben würde, die als Alternative sagen, hey, wir können euch hier günstigere Entwickler, günstigere Mieten und ja, tatsächlich günstigere Bedingungen bei einem ähnlich attraktiven Lebensumfeld bieten, das könnte funktionieren in meinen Augen. Aber es ist nicht leicht. Okay, cool. Also ich kann, was du gerade sagtest, bestätigen. Also ich habe tatsächlich vor dem Webinar in Comet den größten europäischen VC gehabt. Und also es ging um die Frage von Finanzierung und ich habe gefragt, wann ist der richtige Zeitpunkt? Ja, und ich muss am besten schon Kunden haben für ein Hardware-Produkt, was ein Invest von, also in sechsstelliger Höhe auf jeden Fall erfordert. Na gut, schauen wir mal, ob wir anderweitig irgendwie Geld finden. Drück euch die Daumen. Aber also Hardware, wie du sagst, ist schwierig in Deutschland zu finden. Wir müssen das ändern, das ist ganz einfach. Wir haben noch 5 Minuten und 2 Fragen. Deswegen die erste ist, ob es überhaupt geregelte Arbeitszeiten gibt. Von Anne wieder. Also für mich nicht. Silicon Valley hat auch normale Arbeitszeiten,
Wenn man heute bei Google irgendwo arbeitet, dann gibt es da auch genug Menschen, die einen 9-to-5, 9-to-6-Jobs haben, also irgendwie einen klassischen Bürojob. Für mich selber gibt es die nicht. Ich habe einfach sehr, sehr großen Spaß daran, was ich hier tue. Ich arbeite deswegen wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, als ich das vielleicht müsste. Aber das liegt halt einfach daran, wir sind hier am Ende der Welt. Wir haben 9 Stunden Zeitverschiebung nach Deutschland, 15 Stunden nach China, 12 nach Indien. Das heißt, alleine durch die Zeitverschiebung zu unseren Kunden sind die Tage hier, ja, fangen die früh an und enden spät. Das ist, dafür ist der Nachmittag in der Regel ein bisschen ruhiger. Das ist einfach so. Ich glaube, und das ist auch bei vielen Startups so. Das heißt nicht, dass man jetzt Angst haben muss, dass der Burnout vorprogrammiert ist, denn es gibt Gott sei Dank am Wochenende unglaublich viele Entspannungsmöglichkeiten. Wir haben hier kalifornische Landschaft mit Bergen, Seen, dem Meer. Das muss man dann eben auch nutzen. Aber ich sag mal so, wer die klassische Bürokarriere von 9 bis 17 Uhr möchte, findet die wahrscheinlich woanders einfacher. Okay, vielen Dank. Weitere Frage ist von Sandra. Hi Sandra, ich begrüße alle jetzt persönlich, die ich kenne. Schön, dass du da bist. Hi Philipp, du sagtest, ihr arbeitet als Datacon mit Startups zusammen. Wie sieht eine Zusammenarbeit aus? Hast du ein Beispiel? Also Sandra selber arbeitet bei einer Managementberatung im Innovationsbereich. Genau. Super. Ja, sehr gerne. Also, was wir machen, ist einerseits, also wir suchen uns Startups raus, an die wir glauben, mit denen wir, also die in der Regel noch so jung sind, aber eben so ein Alter haben, in dem sie ein bisschen aus der Garage rausgekommen sind. Typischerweise so Seed A Stage, das heißt, die haben ihre ersten 2-3 Millionen vielleicht irgendwie eingesammelt, aber Series A und genau, und mit denen arbeiten wir dann zusammen. Wie sieht da die Zusammenarbeit aus? In der Regel so, dass wir versuchen, ein gemeinsames Offer für unsere Kunden oder für Klienten zu erstellen. Das heißt, es kann beispielsweise ein HR-Tech-Startup sein, das in einem Unternehmen eine gewisse Komplexität hervorhebt. Also ein Startup, das eine Software herstellt, aber diese Software wird im Unternehmen nicht einfach nur angemacht, sondern das muss irgendwie integriert werden. Und ich rede jetzt hier nicht von technischer Integration, das kann der Accenture oder der Deloitte oder wer auch immer das macht, ne, die können das besser. Ich rede hier von einer organisatorischen Implementierung. Das heißt, wir arbeiten dann mit dem großen Unternehmen zusammen und helfen denen, diese Software einzusetzen, das als Tool einzusetzen, vielleicht auch das neue Mindset, das damit verbunden ist, zu verstehen. Das heißt, wir sind dann so der Brückenkopf zwischen dem sehr innovativen Startup und dem klassischen Unternehmen und dem klassischen großen Unternehmen, das eben einfach einen Brückenkopf braucht. Ich hoffe, das beantwortet die Frage ein bisschen. Okay, vielen Dank. Eine weitere Frage von Kai. Und zwar, hey Philipp und Vladislav, wer war bisher dein beeindruckendster, bester Chef und was war es, was du an ihr am besten geschätzt hast? Willst du anfangen, dann mache ich einen Schluss. Ja, gerne, gerne. Das ist eine schöne Frage. Ich hatte echtes Glück, schon einige tolle Chefs in meinem Leben gehabt zu haben. Ich würde mal anfangen bei Holger Spielberg, ich nenne ihn jetzt einfach mal, der ein klassischer Chef war, einfach weil er mir schon ganz am Anfang meiner Karriere die Freiheiten gegeben hat, Dinge auszuprobieren, auch mal vielleicht einen Fehler zu machen und ein sehr, sehr großes Vertrauen in mich hatte. Und obwohl er damals schon unglaublich eine sehr beeindruckende Karriere hinter sich hatte und mittlerweile ist er CDO bei einem CTO bei einem Bankunternehmen in Deutschland, ist also wirklich, hat eine insgesamt beeindruckende Karriere, aber er war sich nie
zu schade für eine offene Diskussion. Und am Ende hat irgendwie nicht er gesagt, hier, ich bestimme, wie es lang geht, sondern er hat sich immer die Argumente angehört und manchmal konnte er denen folgen und manchmal nicht. Aber er hat eben wirklich hier den Dialog gesucht. Und das fand ich damals sehr, 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 sehr beeindruckend. Außerdem fand ich immer sehr, sehr beeindruckend, wie er, also ich möchte sagen, was macht einen schlechten Chef aus? Micromanagement. Das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht ab. Wenn mir jemand genau jeden Task vorschreibt, das ist immer schwierig. Und ich glaube, die Verlockung ist groß als Chef, das zu tun. Aber wenn man ein guter Chef in meinen Augen sein möchte, dann sollte man nach Ergebnissen bewerten und nicht jeden einzelnen Schritt managen müssen. Und Holger war übrigens hier in genau diesem Office, in dem ich jetzt heute stehe, lange Zeit der Büroleiter. Das heißt, ich glaube, er hat da definitiv, ihn hat das Silicon Valley geprägt und er hat mich geprägt. Und deswegen würde ich ihn da einfach mal nennen. Cool, vielen Dank. Also ich schließe mich auf jeden Fall an, was du gesagt hast. Also Mikromanagement ist auch überhaupt nicht mein Fall und auch nicht das, was ich an eine Führungskraft heutzutage in unserem Bereich, also das heißt intellektuelle Arbeit von Leuten, die halt x Jahre studiert haben, erwarte. Ich denke, also mein bester Chef, ich hatte echt Glück, muss ich zugeben, ja, ich hatte immer coole Leute, Chefs, die mir viel Freiheit gegeben haben. Ich glaube, dass am besten war mein Chef, als ich Werkstudent bei Autoscout war, weil er einfach sehr pragmatisch war. Also von dem habe ich echt gelernt, was es heißt, nach vorne Sachen voranzutreiben, innovative Sachen zu machen. Bei NTT, wo ich jetzt 5 Jahre war, hatte ich 2 Teamleiter, also die echt cool waren, ja, die mich vorangebracht haben, die auch eben kein Mikromanagement gemacht haben, die auf Feedback super eingegangen sind, auf meine Wünsche, irgendwas besser zu machen. Also ich bin halt so ein Mensch, der gerne Sachen verbessert. Ja. Ich habe auch Sachen rausgebracht, die mir peinlich waren. Ja. Da bin ich absolut bei dir. Das fehlt ein bisschen vielleicht in der deutschen Kultur, aber wenn du dafür nicht unbedingt zu Sau gemacht wirst, sondern wenn du auch Fehler machst und das dann als Learning wahrgenommen wird, ist es ein sehr gutes Zeichen von einem, ein sehr wichtiges Zeichen von einem guten Vorgesetzten. Genau. Also ich glaube, jetzt habe ich keine weiteren Fragen hier mehr an dich. Habe ich selber irgendwas? Also German Accelerator, das ist ganz cool. Ich kenne den Professor, der es leitet, den Professor Hartwoff, das ist ja ein Münchner, ja. Um hier ein bisschen MTP-Lokalpatriotismus hochleben zu lassen. Wie kommt Trump bei euch an? Okay, warte mal. Der Henrik schreibt mir, er hat nicht mehr so viel Zeit nach hinten. Ich glaube, wir haben auch. Okay. Dann beantworte ich ganz kurz die Frage noch. Ich sage immer, Kalifornien ist von Washington ungefähr so weit weg wie Berlin. Und ich glaube, ne, dementsprechend sollte das die Frage beantworten. Gut. Prima, vielen Dank dir. Ich schalte dich jetzt auf leise und wir schalten Henrik ein. Genau, present to everyone. Schauen wir, ob das funktioniert. Henrik ist da. Ist ein bisschen dunkel bei dir irgendwie. Oder bin ich das? Warte mal, ich muss dich noch... Eine Sekunde. Stop, wir sind schon weg. Jetzt da. Moment. Hallo? Ja, ich höre dich. Perfekt. Hi Henrik, super, dass du da bist. Ich habe dich kennengelernt, dass ich ein Training bei dir hatte, und zwar das war Verhandlungstraining in Paderborn, glaube ich. Schöne Grüße nach Paderborn, wenn jemand zuhört. Und du erzählst was über dein Startup, was du, glaube ich, jetzt verkauft hast und dein neues, was du jetzt aufbaust. Und ich würde mal sagen, die Bühne gehört dir. Ja, vielen Dank. Hallo erstmal an alle. Ich wollte auch gerade gar nicht stressen. Ich habe ja sehr interessiert bei Philipp zugehört. Hi Philipp erstmal. Ich kenne Philipp auch noch aus Fossi-Zeiten damals. Da war ich in Frankfurt Fossi, als Philipp in Berlin Fossi war. Ich habe nur nach hinten nicht so viel Zeit. Und ich glaube, der Alex wartet ja auch schon für danach. Und ich mache es einfach. Meine Präsentation wird wahrscheinlich auch ganz anders sein als Philipps gebracht. Und keine...
Philipp hat wahrscheinlich ja ein paar Tage daran gearbeitet und sich ganz genau Gedanken gemacht, worum es geht. Ich dachte, ich erzähle einfach mal von meinem Startup. Und dann können wir eigentlich in Q&A springen recht bald. Deswegen motiviere ich hiermit natürlich hoffentlich auch alle, die gerade zuhören, fleißig Fragen zu stellen. Meine Geschichte, kurz und knapp, ich wohne seit 4 Jahren in Barcelona. Ich bin nach Barcelona gekommen für meinen Master an der ESADE Business School, Master in Innovation and Entrepreneurship. Also ich bin ja schon hergekommen mit dem Ziel, auch während des Studiums Ausschau zu halten nach verschiedenen Geschäftsmodellen, um eine Firma zu gründen. Ich hatte vorher schon, während des Bachelorstudiums, hatte ich schon eine Firma gegründet mit 3 anderen MTP-Lern, mit Alex, Stefan und Patricia aus den Geschäftsstellen Hamburg und Gießen. Und man kann nämlich auch bei MTP super Mitgründer finden. War eine super Zeit. Es war damals eine Beratung für Kreativität in Unternehmen. Haben wir während des Studiums geführt. Und so ein bisschen Taschengeld nebenbei verdient, aber dann, als wir mit dem Bachelor fertig waren, recht bald danach auch wieder zugemacht. Zwischen Bachelor und Master war ich an der Uni St. Gallen, habe dort gearbeitet als Design Thinking Coach zusammen mit Stanford Uni, deswegen war ich auch schon ein paar Mal im Valley. Wir waren da mit der Stanford Uni quasi, haben wir Design Thinking Projekte, quasi 9-monatige Projekte gecoacht. Also ich war einer der Coaches von der Uni St. Gallen, die Uni Stanford hatte Coaches und dann ein Netzwerk von 20 Unis weltweit. Und da ging es eben, also Design Thinking haben bestimmt schon fast alle von euch mittlerweile gehört, ist ja eine Innovationsmethodologie, wo man neue Geschäftsmodelle, neue Produkte oder Dienstleistungen testen kann, indem man frühzeitig den Kunden einbringt in den Produkt- und oder Ideengenerierungsprozess, Prototypen baut und diese testet. Stanford hat es erfunden quasi, das ganze Konzept, kommt aus dem Maschinenbau. Dadurch war ich da auch, waren wir natürlich dann auch in Stanford, ein Projekt war da in Kolumbien etc. Aber jetzt, worum geht's? Heute beim Webinar um meine letzte Firma, die ich gegründet habe, Get Your Hero heißt die. Das war eine Online-Plattform für Cleaning Services, also wie in Deutschland beispielsweise Helpling oder Book a Tiger. Gegründet, ziemlich genau zur gleichen Zeit wie Helpling und Book a Tiger auch gegründet haben und sind recht schnell expandiert nach Italien und Frankreich. Wir haben 200.000 Euro eingesammelt von Business Angels. Das waren internationale Business Angels, 11 verschiedene, die alle ein bisschen was reingeworfen haben in den Topf und dann haben wir 200.000 Euro, konnten damit 15 Leute anstellen. Insbesondere natürlich auch Leute aus Italien und Frankreich, weil also ich persönlich kann zwar Spanisch, aber ein bisschen Französisch, aber nicht genug. Das heißt, wir mussten ein internationales Team anstellen und wir haben das ganze Team natürlich auch dann in Englisch koordiniert. Also das heißt, wer bei uns arbeiten wollte, musste eben auch Englisch sprechen als unsere Corporate Language. Und wir haben ein Tech-Team angestellt, 3-4 Leute, Marketing-Team, 2 Leute und der Rest war hauptsächlich Operations, also welche die Reinigungsdienstleister dann akquiriert haben und dann Customer Service übernommen haben. Gewachsen, schneller als alle anderen Firmen im Markt und haben dann geschafft, erstmal haben wir noch 100.000 Euro bekommen als Kredit von der spanischen Regierung, das ist so ein Gründerkredit und dann sind wir mit diesen 300.000 insgesamt schnell expandiert, schnell gewachsen, jeden Monat 30-40% gewachsen. Das hat sich ein Venture Capital Fund angeguckt, fand das cool, hat uns dann eine Series A finanziert mit 1,5 Millionen. Das heißt, wir haben dann tatsächlich 1,5 Millionen Euro auf unser Konto bekommen und haben damit hauptsächlich auch ins Team und in Marketing investiert. Das heißt, wir haben dann das Team auf 25 Leute angehoben und deutlich mehr natürlich ausgegeben für Marketing. Bald danach haben wir mit Helpling, also der deutschen Firma Helpling, das ist eine Rocket Internet finanzierte Firma, einen Deal gemacht, dass wir unseren französischen Markt an Helpling verkaufen und den spanischen Markt von Helpling übernehmen. Das war zu einer Zeit, wo wir uns immer mehr auf Spanien konzentrieren wollten und Helpling sich auch mehr auf seine Kernmärkte konzentrieren wollte. Und deswegen war das war so ein Country Swap, der eben für beide Seiten super Sinn gemacht hat, weil wir uns dann eben nicht mehr konkurriert haben. Das heißt, wenn man zum Beispiel auf Google Werbung schaltet, dann bittet man ja auf bestimmte Keywords, wie zum Beispiel Reinigungskraft in Paris. Und das
Ja, und da haben wir uns gegenseitig immer wieder überboten und dadurch war das Marketing recht teuer. Dadurch, dass wir dann die Märkte aufgeteilt haben, war es dann eben nicht mehr so teuer für uns beide. Und wir wollten dann eigentlich, so war erst der Plan, noch eine weitere Runde raisen von einem Venture Capital Fund. Wir hatten eigentlich den Plan, noch weitere, nachdem wir ja schon 1,8 Millionen insgesamt hatten, nochmal weitere 5 Millionen circa einzusammeln. Das hat sich dann aber als schwieriger herausgestellt, weil die Firma, die wir kopiert haben aus den USA, Homejoy, das ist quasi, das war die erste große Firma, die unser Modell eben in den USA gemacht hat, die haben wir kopiert. Und die Firma ist voll gegen die Wand gerannt. Die haben nämlich zu viel Geld ausgegeben, hauptsächlich für quasi Rabatte auf Reinigungsdienstleistungen. Und da wurde es dann eben auch schwieriger für uns, eine weitere Runde zu raisen. Also haben wir gesagt, wir haben uns einen weiteren Player ausgeguckt, hier aus dem spanischen Markt, der eben auch gute Arbeit geleistet hat und sind den angegangen und haben dann fusioniert mit diesem anderen Player. Das heißt, wir haben beide Firmen zusammengetan. Das hatte den Vorteil, dass man dadurch Kosten sparen konnte, wenn man beide Firmen zusammentut und natürlich auch die Umsätze zusammenfügt. Das heißt, dadurch ist die Firma dann schneller profitabel. Mein Mitgründer und ich haben zu der Zeit dann gesagt, okay, das ist diese strategische Fusion macht Sinn für alle Beteiligten. Alle Investoren halten weiterhin Aktien in der Firma und wir haben dann gesagt, dann gehen wir raus, verkaufen unsere Aktien und starten was Neues. Wir sind dann in Barcelona geblieben auch, deswegen wohne ich weiter in Barcelona. Wenn jemand mal in Barcelona zu Besuch ist, bin ich auch immer sehr gerne für ein Käffchen zu haben. Und wir haben jetzt zwei neue Firmen gegründet. Eine Firma heißt Betafly, betafly.com, also wie Beta-Produkt, Betafly. Und das ist ein Company Builder, das heißt, wir helfen jetzt etablierten Firmen, hauptsächlich sogar in Deutschland, aber auch international recht bald, im Moment eher Deutschland, auch eigene Startups zu gründen. Das heißt, wenn eine Firma eine Idee für eine Innovation hat, kann das zum Beispiel intern durchgeführt werden, man setzt ein internes Team drauf. Dadurch ist man aber meiner Meinung nach, und deswegen haben wir die Firma gegründet, zu langsam unterwegs, zu viele interne Prozesse, die Entscheidungsfindung schwerfällt, weil man nicht genau weiß, wer die Entscheidungsmacht hat. Viele interne Politiken führen dazu, dass diese Innovationsprojekte auch oft scheitern. Und wir haben gesagt, als wir helfen den Firmen, statt einen internen Innovationsprozess zu starten, helfen wir ein externes Startup zu gründen. Das heißt, wir bringen die richtigen Leute an Bord, wir bauen die Technologie, wir helfen, wir machen Marketing und Sales. Und mein Mitgründer und ich würden eben den Prozess begleiten, bis dann das Team voll bereit ist, das Startup alleine weiterzuführen. Und dann verlassen wir den Prozess. Und dafür würden wir dann eine Service-Fee nehmen und natürlich auch Aktien an den neu gegründeten Firmen halten. Was wir jetzt gerade gestartet haben, recht bald nachdem wir Get Your Hero verlassen haben. Und wir sind auch gerade noch dabei, eine zweite Firma zu gründen. Die zweite Firma ist jetzt gerade noch in der Geheimhaltung. Es ist aber, kann ich jetzt schon mal sagen, es wird eine Rakete. Wir sind im Datensektor, wir haben bestimmte Datenquellen angezappt, die verfügbar sind im Internet und kommen über diese Datenquellen, können wir Vertriebsteams helfen, effizienter zu arbeiten. Die ist noch nicht gelauncht, die Firma, launcht aber recht bald und natürlich bieten wir auch sehr gerne für MTP La Practica an in Barcelona. Und da wir da auch oft, da wir da auch viel für den deutschen Markt arbeiten, eben auch deutschsprachige Praktika, weil in der Barcelona Startup-Szene kann man, gut, man kann natürlich auf Englisch ab und zu einen Job finden, aber ansonsten ist Spanisch auch oft erfordert hier. In unserer Firma können aber auch MTPler ohne Spanischkenntnisse ein Praktikum bekommen. So viel zu mir. Henrik, super, vielen Dank für einen tollen Vortrag. Also suche ich leider kein Praktikum, aber ich wäre, glaube ich, einer der Ersten. Ja, und die MTPler da draußen, also wenn du willst, stell mir das, kannst du es auch reinstellen bei MT Praktika, ja. Mhm. Tatsächlich fähige Leute suchst, von denen wir ja bei MTP genug haben. Also wir haben noch keine ausgeschrieben, keine Praktika, aber wer ohnehin plant, vielleicht ein Praktikum in den Semesterferien oder Pflichtpraktikum oder was auch immer zu machen, kann mich auch einfach initiativ anschreiben. Ich weiß nicht, Vlad, ob du noch die Kontaktdaten teilst. Ich bin ja auf Xing und LinkedIn. Jeder kann mich easy auf Xing und LinkedIn anschreiben und ich antworte normalerweise innerhalb von einem Tag. Ja, die Kontaktdaten, also die stehen bei der Veranstaltung steht schon alles drin. Also ich glaube, man kann dich dann finden
oder deine IP-Adresse anschreiben. Du, ich habe, warte mal, im Chat sind gerade keine Fragen, also gerne schreiben, sonst hätte ich ein paar. Und zwar, die neue Firma, von der du erzählt hast, also da hätte ich vielleicht sogar einen Ansprechpartner, der so Vertriebsoptimierung macht von Vertriebsteams. Wäre das was für dich? Ja, also sehr gerne, auf jeden Fall. Jeder Kontakt hilft. Ich denke auch immer früh, wenn du gerade ein neues Startup gründest, ich versuche immer mit so vielen Leuten zu sprechen, wie geht. Einfach, ich hatte ja vorhin gesagt, ich war Design Thinking Coach vorher und die Philosophie des Design Thinkings ist ja, dass wenn man was Neues startet, am besten mit vielen Leuten aus der Industrie sprechen. Ich hab mir quasi auch in Kontakte gesucht aus den USA natürlich, von verschiedenen Teams, die was Ähnliches machen, einfach um da schon mal zu sehen, was für Learnings man davon nehmen kann. Also jeder Kontakt hilft. Cool. Ja, vielleicht hätte ich sogar jemanden, der sich gut im Big Data Umfeld auskennt und auch gut vernetzt ist. Wir sprechen einfach mal nachher. Ja? Gut, wir haben eine Frage und zwar von Dennis Demare. Würdest du wieder mit 5 Gesellschaftern gründen? Von Dennis? Dennis Demare, ja, ich weiß nicht. Okay. Alles klar. Also ich hatte meine erste Firma mit 5 Gesellschaftern gegründet. Die zweite, also weil ich hatte das, die zweite, das war die Firma, die ich mit MTP dann zusammen gegründet habe. Die zweite Firma hatte ich erstmal mit meinen beiden Mitgründern gegründet, also waren wir zu dritt und dann haben wir 11 Business Angels reingeholt, also waren wir dann zu 14 tatsächlich. Grundsätzlich kann ich sagen, je mehr in einer Firma sind, desto komplizierter, weil jeder, der Gesellschafter ist, hat auch in der Gesellschafterversammlung Mitspracherecht, basierend auf den Aktien, die er an der Firma hält. Und am besten finde ich es, wenn das so wenig Leute wie möglich sind. Das heißt, das Ziel sollte eigentlich sein, zumindest wenn man jetzt zum Beispiel über Mitgründer nachdenkt, vielleicht eher mit 2 oder maximal 3 zu gründen, würde ich sagen. Oder eben zu schauen, dass wenn man Investoren reinholt, die dann auch Gesellschafter sind, dass sie zum Beispiel zusammengefügt werden in einem Investor-Vehikel, sodass nur ein Investor für alle anderen Investoren zusammenspricht und quasi die Stimmen aller anderen Investoren zusammen vereint. Das heißt, grundsätzlich wenig Leute, die mitsprechen, besser als viele. Ansonsten kann man es aber auch natürlich nicht verallgemeinern. Es liegt ja auch ein bisschen daran, mit wem man gründet, beispielsweise mit der MTP-Firma. Wir waren zu 5 und es waren halt alles super Leute, super schlaue, inspirierende Leute, wie man es eben von MTP kennt. Das heißt, in dem speziellen Fall hätte ich mir keinen wegwünschen wollen. Ja, ich kenne auch, glaube ich, alle. Also Patricia auf jeden Fall, Alex auch. Genau, Patricia, Alex und Stefan waren die, mit denen ich dann operativ das weitergemacht habe. Und vorher war noch Dennis dabei, der auch als Gesellschafter quasi er war sozusagen Investor in unserer Firma. Ah, okay. Aber es ist nicht der Dennis Demare, der ist dabei. Eventuell, ich weiß nicht, welchen. Okay. Die Frage war ja ganz gut. Wir haben eine Frage von Lasse. Hast du das gesagt oder habe ich das verpasst? Wie groß war dein Anteil an der Firma und wie viel war das dann ungefähr wert? Oder magst du das nicht sagen? Doch, sehr gerne. Da geht es jetzt wahrscheinlich um die Firma Get Your Hero. Da war mein Anteil, als wir gestartet haben, mit 33%, weil wir zu dritt gegründet haben und wir drei Gründer haben alle gesagt, eben wir sind alle gleich viel wert, also teilen wir es auf, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Wir haben dann natürlich in mehreren Schritten Prozente abgeben müssen, weil wir Investment genommen haben. Mit jeder Investmentrunde gibt man eben Prozente ab. Das sind zwischen 20 und 30%, würde ich sagen, die man so abgibt. Wir haben aber in der Runde mit dem Venture Capital Fund 33% abgegeben, was eigentlich recht viel ist. Wir haben aber auch 1,5 Millionen dafür bekommen zu einem recht frühen Stadium. Deswegen waren wir völlig einverstanden mit dem, damit 33% abzugeben. Wir haben sogar einen kleinen Teil Aktien noch an Helpling abgegeben, als wir den Country Swap mit denen gemacht haben. Also immer wieder neu ging was weg. Man kann es aber auch so sehen, dass ja der Kuchen insgesamt größer wird, von dem jeder dann Anteile hält.
Und wir dadurch am Ende, als wir die Firma fusioniert haben, habe ich selbst noch 11% gehalten, genau wie meine Mitgründer auch. Die Aktien wären auf dem Papier zu dem Zeitpunkt 500.000 wert gewesen, weil die Gesamtfirma 4.500.000 wert war und 11% sind, glaube ich, irgendwie 505.000 oder so. Das sind aber eben nur die, das ist nur der Wert auf dem Papier, das muss man klar sagen. Wenn man wenn man quasi eine Firma im frühen Stadium gründet, hat die immer einen Wert, ja, bei dem Firmen investieren. Du musst aber, um dann auch das Geld als Cash auf dein Konto zu bekommen, natürlich einen Käufer finden, der auch diesen Wert bezahlen möchte. Und zu so einem frühen Stadium passiert das in der Regel noch nicht. Als wir dann am Ende die Fusion gemacht haben, habe ich natürlich bei weitem nicht das Geld gekriegt, was die Aktien wert gewesen wären, aber schon einen Betrag, mit dem ich super einverstanden bin, weil wir mit dem natürlich jetzt auch easy an den nächsten Firmen weiterarbeiten können und das Geld auch wieder in die nächsten Firmen investieren können. Genau. Wie hast du die erste Zeit vorfinanziert, also bis ihr die 200.000 von Angels und die 100.000 von dem spanischen Staat bekommen habt? Ja, also ich war ja noch im Studium, als ich meinen Mitgründer getroffen habe und habe dann während des Studiums part-time auf auf Get Your Hero gearbeitet. Wir haben dann recht schnell Funds geraced von Investoren. Das haben wir, und da kann ich auch eigentlich Philipps Frage von vorhin beantworten. Ich hatte vorhin gehört, dass Philipp mir ja noch eine Frage stellen wollte. Wir haben eben direkt mit Kunden, wir haben direkt quasi eine Website gebaut. Wir haben direkt Online-Marketing auf Facebook und auf Google AdWords geschaltet, um zu sehen, für wie viel Geld wir quasi Kunden akquirieren können. Haben diese Zahlen dann recht schnell Investoren gezeigt, bevor wir auch nur eine Reinigungskraft hatten. Das ist diese Fake-It-Before-You-Make-It-Strategie, dieses, was Philipp vorhin angesprochen hatte, dieses Lean-Startup quasi, um zu testen, ob es überhaupt einen Markt dafür gibt für dein Projekt. Und dadurch haben wir recht bald dann schon, ich würde sagen, 4-5 Monate, nachdem wir angefangen haben mit der Idee, nachdem wir gesagt haben, okay, das nehmen wir jetzt, das Modell und das daran arbeiten wir jetzt. 4-5 Monate danach hatten wir bereits schon Geld von Business Angels auf dem Konto und und konnten uns davon auch ein Gehalt auszahlen. Also wir haben uns dann ein geringes Gehalt auch ausgezahlt, schon nachdem wir Geld von Business Angels hatten. Das Gehalt wurde natürlich höher, als wir später dann die Series A geclosed hatten von dem VC. Das heißt, wenn du jetzt fragst, wie viel Geld wir vorher investiert haben, quasi die Zeit, die es gekostet hat, das Geld von Investoren zu holen, aber selbst eben haben wir kein eigenes Geld reingesteckt. Cool, sehr schön. Eine Frage von Vanessa. Hattet ihr denn Probleme mit der spanischen Mentalität bzw. Arbeitseinstellung? Bei Startups geht es doch meistens am Anfang Schlag auf Schlag, wenn ich da nicht falsch informiert bin. Ja, absolut. Aber das klingt ein bisschen nach einem deutschen Klischee den Spaniern gegenüber, liebe Vanessa. Danke für die Frage natürlich trotzdem, weil da kann ich dann direkt sagen, es gibt solche und solche Spanier, und die bei uns im Team waren top. Die haben auch, als es drunter und drüber ging, am Anfang natürlich lange Stunden gearbeitet. Das war am Anfang natürlich intensiver. Später, als es dann so ein bisschen in ruhigere Bahnen ging, insbesondere dann, nachdem der VC auch mit eingestiegen ist, haben wir natürlich auch dann immer mehr so faire Regeln festgelegt für alle Mitarbeiter, wo wir daran messen konnten, wie die Mitarbeiter eben auch performt haben, wo wir das wir konnten messen, wie der Kundendienst quasi wie viele Anfragen der am Tag bearbeiten konnte etc., was das Marketing-Team erreicht hat und das Tech-Team, weil man ja auch sieht, den Code, den die schreiben. Und so ließ ich natürlich auch immer gut tracken, was das Team macht. Und von daher würde ich sagen, gab es von meiner Sicht aus keinen Kulturschock. Eventuell lag es aber natürlich auch daran, wer in ein Startup geht, weiß auch, worauf er sich einlässt. Also, und da ist es egal, ob Spanier, Italiener oder Franzosen sind oder Deutsche, weil die Startup-Szene ist sehr international. Und in der internationalen Startup-Szene wissen alle, worauf sie sich einlassen, würde ich sagen. Cool. Okay, wir haben noch zwei Fragen von Robin. Beim Gründen hattest du einen Blick auf die Persönlichkeiten innerhalb des Teams?
Also hattest du einen Blick? Von dem das Gründungsteam wahrscheinlich ist damit gemeint. Ich denke mal schon, ja. Ja, das Gründungsteam. Ja, wir waren ja zu dritt, wie gesagt, und absolut haben wir darauf geachtet, dass wir eben, also jetzt, der Robin hat ja speziell nach den Persönlichkeiten gefragt. Wir hatten als erstes mal einen Blick auf die Skills, die wir mitgebracht haben. Das heißt, wer konnte quasi das Produkt entwickeln, also die Software schreiben, die nötig war, also die Plattform, auf der eben sich Kunden und Reinigungskräfte treffen. Wer konnte Marketing und Sales machen? Also ich war für Marketing und Sales zuständig, ein anderer hat sich hauptsächlich aufs Produkt konzentriert und der dritte, der eben so ein bisschen an der Schnittstelle zwischen Business und Tech war, hat dann mehr mit dem Operations-Team gearbeitet, das heißt mit dem Kundenservice-Team und mit den Reinigungskräften. Und das war optimal für uns, dass wir das eben so gut aufteilen konnten, weil wir unterschiedliche Skills hatten, unterschiedliche Interessen etc. Ansonsten persönlichkeitenmäßig, da hatten wir am Anfang nicht drauf geachtet. Ich finde auch vielleicht, Skills sind da wahrscheinlich erstmal wichtiger, aber ansonsten, wenn man dann so intensiv zusammenarbeitet, merkt man natürlich auch, wer hat dann so ein bisschen den Ruhepol und wer ist dann so ein bisschen mehr outgoing und genau, und dann tritt jeder so ein bisschen in seine Rolle. Genau, okay. Zweite Frage von Robin war, hattest du das im Blick und was sind deine Tipps für eine gute Teamzusammenstellung, sowohl auf Geschäftsführerebene wie auch in Projektteams? Ja. Grüße von deinem NT von 2010. Ja, Robin. Also auf Geschäftsführerebene, ich meine, es kommt immer auf die Firma drauf an, die man gründen möchte. Also wenn man eine Tech-Firma gründen möchte, wie wir das eben hatten, braucht man schon mal mindestens einen im Team, der wirklich, meiner Meinung nach, der wirklich sich auch mit Tech auskennt. Wenn du eine Firma gründest, ohne jemanden mit Tech-Skills dabei zu haben, dann müsstest du ja später welche einstellen. Aber wenn du selber keine Ahnung von Tech hast, dann kannst du auch schlecht ein Team führen, das dann eben die Technology baut. Das bedeutet, darauf muss man auf jeden Fall achten. Wenn es jetzt kein Tech-Startup ist, dann braucht man eventuell nicht das Tech-Profil, aber wenn man zum Beispiel wenn man ein neues Shampoo gründet oder so, dann muss man ja vielleicht jemanden haben, der sich so ein bisschen damit auskennt, der sich auskennt mit der Zusammensetzung des Shampoos jetzt als Produkt. Oder wenn du eine Maschine baust, dann brauchst du einen Ingenieur. Und das heißt, es kommt immer darauf an, wen man dabei hat. Ansonsten würde ich sagen, so als Faustregel, man braucht einen, der sich mit dem Produkt auskennt, das man verkaufen möchte und das entweder baut oder hilft zu bauen und einen, der sich mit Vertrieb auskennt oder so ein bisschen so eine Vertriebssau ist, auch der das eben verkaufen kann. Weil ein Startup lebt vom Produkt, das muss entwickelt werden und davon, dass es verkauft wird von jemandem. Und ansonsten zu dem Team, was man dann anstellt, ja, auch da kommt es natürlich wieder total darauf an, was für eine Firma man hat. Aber grundsätzlich ist da eben, ja, ich würde sagen, das kann man schlecht planen. Das ist so ein bisschen, das kommt mit der Zeit. Also wir haben dann immer Marketing-Team ein bisschen aufgestockt, Tech-Team aufgestockt, Kunden-Service-Operations-Team und immer, wenn wir jemanden gebraucht haben in einem anderen Team, haben wir eine neue Job-Ad geschaltet und haben neue Leute dafür reingeholt. Das ist so ein bisschen mit einem Gut-Feeling. Ja, ja, cool. Okay, machen wir eine letzte Frage, weil du, glaube ich, dann weg sein musst. Ja, wir haben noch. Genau, wie und wo habt ihr die Investoren gefunden, vor allem die frühen Investoren? Ja, die frühen Investoren kamen über Kontakte von unserer Uni. Also als wir angefangen haben, hier die Business School in Barcelona, als wir angefangen haben zu gründen, haben wir auch viel mit Professoren gesprochen und mit verschiedenen Leuten von der Uni. Und die haben uns dann gesagt, ja, hier, ich kenne ein paar Business Angels, die ab und zu in Startups investieren. Und da haben wir dann verschiedene getroffen. Und haben dann eben auch von verschiedenen ein Angebot bekommen. Also man muss, wenn man Fundraising geht, kann man nicht nur sich auf einen verlassen und dann den nehmen, weil wenn du auch nur einen hast, dann kann der natürlich auch sich seine Terms und Conditions kann er sich natürlich auch dann zurechtlegen. Wir hatten dann von drei verschiedenen Angebot fürs Investment und haben dann den einen gesagt, wir haben hier aber so viel Geld für so viele Aktien und der andere, der ist noch irgendwie... Er hat noch einen besseren Deal und so haben wir die gegeneinander eben ausgespielt und haben dann so eben den besten Deal mit
mit Investoren bekommen. Und den Venture Capital Fund haben wir über die Frühinvestoren bekommen. Das heißt, da war einer von dem Team der Frühinvestoren, auch einer, der ganz früh bei uns reingegangen ist, kannte eben auch den Manager oder die Managerin vom Fund und hat uns dann vorgestellt. Und wir haben ja dann über diese warme Introduction sind wir da über in den Fund reingekommen. Viel passiert eben beim Fundraising über warme Intros. Okay. Ja, ich glaube, die Frage ist beantwortet. Habe ich noch irgendwas? Ja, wie gesagt, also du suchst Praktikanten, da unterstütze ich dich gerne. Und wir sprechen auch nochmal, ja? Henrik, genau. Vielen Dank dir. Und jeder, der heute zugehört hat, kann mich auch sehr gerne über Xing und LinkedIn anschreiben. Genau, also ihr habt es, ein erfolgreicher Gründer. Ich glaube, wir haben viele bei MTP und ich glaube, wir sollten die langsam rauskramen alle. Und das machen wir jetzt. Henrik, vielen Dank dir und warte mal, da ist noch, okay, eine letzte Frage von Lasse, weil es Lasse ist, ja? Eine, wenn es Lasse ist, dann, genau. Dann gerne, dann noch zwei. Inwiefern hat dich der Workshop auf der Jubiläums-GSV 2011 in Düsseldorf mit Alumnus Stefan Jansowski beeinflusst? Das war doch auch kreatives Denken und Innovationen, oder? Ja, aber ich war ja nicht in dem Workshop. Okay. hat Lasse, also kann ich nicht sagen, weil ich war nicht in dem Workshop. Ich erinnere mich noch super an die GSV natürlich und es war der Hammer, die ganze GSV, aber ich weiß nicht mehr in welchem Workshop, aber wahrscheinlich war das irgendein Procter & Gamble oder so. Stefan Jansowski, ich weiß nicht. Ich war okay. In seinem Workshop. Sorry Lasse, kann ich nicht sagen, ich war nicht in dem Workshop. Okay, gut. Henrik, nochmal vielen Dank und schöne Grüße nach Barcelona und wir hören. Alles klar, und falls, ja, genau, alles super. Alles klar, danke Vlad, danke für die Hilfe. Ciao. Ciao. So, wir kommen jetzt zum dritten und letzten Punkt von unserem Programm und zwar zu Alexander Fries. Ich schalte dich jetzt kurz hier ein, Alex. Ich glaube, langsam habe ich es raus, wie es funktioniert. Oder auch nicht. Show und Broadcast. Ah ja. Warte mal, du sagst was, aber ich höre dich noch nicht. Kannst du mich jetzt hören? Jetzt kann ich dich hören. Ja, super. Hi Alex, schön, dass du da bist. Ich mache mal kurz vor. Genau, du bist ein aktiver Alumnus in München. Ja, was heißt aktiver? Also du kommst zu Stammtischen und bist aber, glaube ich, nicht mehr Mitglied im Verein, was uns jetzt relativ egal ist. Aber du kannst ja wieder eintreten. Das ist ein kleiner Seitenhieb. Genau, du hast jetzt seit 20 Jahren oder knappen 20 Jahren deine Company erfolgreich aufgebaut und führst immer noch. Also 20 Jahre ist schon eine Zahl. Und ja, wir freuen uns, von dir ein bisschen was zu Webprojekten zu hören. Also die Bühne ist deine. Danke, Vlad. Also zunächst mal, ich bin erst beim zweiten Vortrag eingestiegen. Ich fand das hochinteressant, was der Henrik aus Barcelona erzählt hat. Den ersten Vortrag habe ich jetzt leider nicht gehört. Ich habe ein paar Charts vorbereitet. Ist das sinnvoll? Brauchen wir die? Oder? Ja, doch. Also Philipp hat beim ersten Vortrag die Charts gezeigt, genau. Also Henrik okay. Hat Free Speech gemacht. Dann probiere ich das mal ganz kurz. Vielleicht musst du mal helfen. Ich gehe jetzt hier mal auf diese Bildschirmfreigabe. Genau, ja. Und dann müsstest du scheren. Ja, genau. Funktioniert ja schon. Okay, und jetzt gehe ich hier drauf. Und könnt ihr das jetzt sehen? Ich kann es. Okay, super. Dann gehen wir mal davon aus, dass das alle auch sehen können. Ja, genau. Mein Name ist Alexander, aber meine Kamera siehst du jetzt nicht mehr, oder? Naja, ist ja auch egal. Mein Name ist Alexander Fries und ich bin Mitgründer und Leiter Marketing bei Content Software. Wir sind knapp 20 Jahre alt. Dieses Jahr werden wir 18 im November. Und ich möchte mich zunächst mal ganz herzlich für die Einladung bedanken, hat mich sehr darüber gefreut. Auch das Thema fand ich ganz spannend und ja, es ist interessant, wenn man einfach mal so ein bisschen zurückblickt über Zeiträume, die länger sind als 10 Jahre. Ich möchte mich ganz kurz mal vorstellen zunächst. Alexander Fries, ich habe 93 in München Abitur gemacht, habe danach eine Stammhauslehre bei Siemens angefangen, habe 95 mein BWL-Studium an der LMU München begonnen.
war dann bei MTP zunächst Tresorleiter für PR, hieß es damals. Ich glaube, heute ist es Kommunikation. Und dann erster Vorsitzender in München. Und 1999 habe ich mit ein paar anderen zusammen die Content Software gegründet. Ganz interessant fand ich vorhin die Frage, würdest du wieder nochmal mit 5 Leuten gründen? Wir waren ursprünglich mal 8 Leute, die gegründet haben. Und aus meiner persönlichen Erfahrung muss ich sagen, das war die zweitbeste Entscheidung. Wir sind mittlerweile 4 Gesellschafter. Das heißt, wir haben irgendwann mal einen Schnitt vollzogen und ja, es sind eben 4 übrig geblieben. Und was für mich eigentlich das Entscheidende war, ist, dass du halt irgendwie Leute finden musst, wo du das Gefühl hast, die ziehen am gleichen Strang mit dir. Das müssen nicht unbedingt deine allerbesten Freunde sein, sondern sie müssen einfach ungefähr die gleiche Idee haben und auch die gleichen Ziele haben wie du. Und dann macht das Ganze Sinn. Und wenn ich heute noch mal eine Firma gründen würde, dann würde ich tendenziell eher nach solchen Sachen gucken. Wer denkt ähnlich wie du, wer hat ähnliche Ziele und wer hat auch eine ähnliche Leistungsbereitschaft? Das war in der ursprünglichen Achterkonstellation damals ein bisschen problematisch, dass halt andere, ich sag mal, eine andere Leistungsbereitschaft hatten. Und wenn du eine Firma aufbaust, dann sollten da alle ungefähr gleich viel reinbuttern und nicht irgendwie 4 Leute ziemlich viel machen und die anderen halt nicht so viel. So, was macht die Firma? Kurze Vorstellung, 99 gegründet, wir sind Hersteller und Dienstleister. Das heißt, wir stellen unsere eigene Software her und wir implementieren diese Software bei unseren Kunden. Was stellen wir her? Web-Content-Management-Lösungen und Social-Intranet-Lösungen. Web-Content-Management-Lösungen, das setzen mittlerweile praktisch alle großen Unternehmen ein, um jetzt ihre Websites, ihre Intranets, ihre Partnerportale schnell und effizient zu pflegen. Hat den Hintergrund, dass auf den Seiten in der Regel Inhalte aktualisiert und gepublished werden müssen. Und dafür brauchst du Kenntnisse, die ein normaler Mitarbeiter im Marketing vielleicht nicht hat und der auch gar keinen Bock drauf hat, sondern der sagt halt hier, ich habe meine Texte, ich habe meine Bilder, ich habe hier irgendwelche Videos, ich muss da jetzt was online bringen. Und dafür haben wir eben ein System entwickelt, mit dem das sehr gut und sehr effizient funktioniert. Wird viel von Unternehmen eingesetzt, die halt international sprechen oder international kommunizieren. Das Thema Mehrsprachigkeit ist bei uns ganz, ganz wichtig. Das heißt, Inhalte, Seiten müssen nicht nur in einer, sondern in mehreren Sprachen verwaltet werden. Einer unserer ganz großen Kunden ist das Goethe-Institut. Die setzen das mit, ich glaube, knapp 100 Sprachversionen ein. Das wird weltweit genutzt, das System. Über 700 Redakteure arbeiten da drin. Und das ist schon irgendwie eine ziemlich mächtige Lösung, auf die wir auch sehr, sehr stolz sind. Social Intranet-Lösungen, das sind letztendlich Anwendungen, Lösungen, die vom klassischen Intranet Top-Down-Prinzip ein bisschen weggehen, sondern mehr die Mitarbeiter integrieren. Wir haben hier so ein paar Funktionen, die man aus anderen Netzwerken, aus anderen sozialen Netzwerken kennt, zusammengestellt, ein Newsfeed, Profile, Mitarbeiterverzeichnis etc. etc. Und das eben optimiert für einen Unternehmenskontext. Das ist ein Social Intranet. Wir haben knapp 30 Mitarbeiter bei uns in München, genau, und Website ist www.contents.de, kann man ja mal draufschauen, wer Lust hat. So, 2 Bilder, was wir so machen. Links ist die Content-Management-Lösung. Das Interessante an der Stelle möchte ich vielleicht mal ganz kurz betonen, die Lösung, die wir anbieten, ist eine browserbasierte Lösung und da mag man heutzutage mit den Schultern zucken und sagen, ja, ist doch eigentlich normal, ist doch irgendwie, jede Software ist irgendwie browserbasiert. Das war es aber 1999 noch nicht. Wir haben von Anfang an nur auf Browser-Technologien gesetzt und das war damals schon eine enorme Herausforderung. Da gab es Wettbewerbsprodukte, die halt klassisch noch mit Fat-Clients gearbeitet haben. Das heißt, du musst irgendwelche Dateien auf deinem Rechner installieren und da haben halt große Unternehmen überhaupt keinen Bock drauf, weil das halt ein sehr, sehr großer Administrationsaufwand ist. Und wir haben von Anfang an auf die Browser-Technologie gesetzt und das war das richtige Pferd. Letztendlich kann man heute natürlich wahnsinnig viel mehr Sachen machen als damals. Die Browser sind wirklich enorm geworden, was die alles abbilden können. Ich meine, wir können heute Videoconferencing über Browser machen, das ist irre. Dafür gab es früher eigene Systeme dafür, eigene Hardware und so weiter. Und das geht jetzt alles über einen Browser. Und genau auf das Pferd haben wir von Anfang an gesetzt und ja,
haben an der Stelle, denke ich mal, schon vieles richtig gemacht. So, der zweite Screenshot da hinten, das ist mal so ein Screenshot von so einem Social Intranet. Da sieht man so diesen Newsfeed, und die Idee ist eigentlich, dass die Mitarbeiter eines Unternehmens nicht nur die Informationen aus dem Intranet jetzt aufnehmen und konsumieren, die halt irgendwie von der Redaktion oder von der Geschäftsleitung publiziert werden, sondern dass sie auch ihr eigenes Wissen hier im Unternehmen teilen können. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich komme jetzt gerade von der DMExco, da war ich letzte Woche. Das hat sehr, sehr viel Zuspruch. Die Unternehmen, die erkennen, dass das eigentlich interessant ist, und die Mitarbeiter wollen auch letztendlich daran teilnehmen. Sie wollen ihre eigenen Profile pflegen, wollen sagen, ja, ich habe da und da Kenntnisse und ich bin Spezialist da und da drin, und wollen sich letztendlich auch ein bisschen, ja, darstellen im Unternehmen und wollen auch, dass das Know-how, was sie haben, auch bekannt gemacht wird. So, ich habe noch ein paar Kunden mitgebracht, für die wir arbeiten. Letztendlich sind das so die bekannten Teile von der Allianz. Goethe-Institut hatte ich vorhin angesprochen, McDonald's. Wir machen sehr, sehr viel für RTL. Das ist ein ganz großer Kunde von uns. Die setzen unser System eben ein, um eine ganze Menge von Websites zentral aus einem Content-Pool, aus dem sogenannten Content-Center zu verwalten. Obi, naja, und noch so ein paar andere. Ich denke, so 3-4 Logos sollte man schon kennen. So, kurz zu MTP. Ich habe es vorhin angesprochen, ich war Ressortleiter PR und Fossi, und ich habe mir jetzt in der Vorbereitung zu dieser Telco mal gedacht, was hat mir eigentlich MTP am meisten gebracht? Zum einen Kommunikation. Du lernst echt viel, mit Leuten zu sprechen, sei es jetzt mit Studenten, denen du MTP vorstellst, die du von der Idee überzeugst und sagst, hier, das ist eigentlich eine geile Sache, um ein bisschen Praxis in deinen Alltag zu bringen. Du lernst, mit der Verwaltung zu sprechen, weil du irgendwas organisierst, weil du Hörsäle brauchst und so weiter. Du musst dich mit Professoren unterhalten können und natürlich nicht zuletzt mit Unternehmen. Und das schon zu einer sehr, sehr frühen Phase in deinem Studium. Auf jeden Fall enorm wichtig, hat mir jede Menge gebracht, würde ich sagen. Das nächste ist Organisation. Du lernst wirklich Themen zu organisieren, sei es jetzt irgendwie deine eigene Geschäftsstelle. Wir hatten das Glück, dass wir eine GSV veranstalten konnten, oder wir konnten auch einmal den nationalen Arbeitsbericht machen. Das sind hochspannende Themen, mit denen kommst du als normaler Student überhaupt nicht in Berührung. Das ist so, da geht es sehr ans professionelle Arbeiten, und das hat unglaublich viel gebracht, da eben auch mit älteren Studenten zusammenzuarbeiten und ja, Projekte und eben sowas wie eine GSV auf die Beine zu stellen. Also es war für mich unglaublich bereichernd, hat viel Arbeit gekostet, vielleicht hat es mein Studium jetzt auch nicht unbedingt beschleunigt, aber im Endeffekt, so aus einer langfristigen Perspektive gesehen, hat es sich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gelohnt. Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch Kontakte aufbauen und pflegen. Du musst letztendlich über deinen eigenen Schatten springen, du musst Unternehmen davon überzeugen, mit dir eine Veranstaltung zu machen. Du musst ihnen klar machen, dass es enorm wichtig ist, die Studenten von heute zu hören bei irgendwelchen Projekten. Du musst Professoren überzeugen und gewinnen können. Und ja, auch diese Kontakte nicht nur aufbauen, sondern auch pflegen, dass sie halt dann bei der Stange bleiben und dich weiterhin unterstützen. Und zu guter Letzt, ich habe sehr, sehr viele Freunde gefunden bei MTP. Ein ganz großer Teil meiner Kontakte, die ich so auf Xing und Facebook habe, sind tatsächlich noch Leute, die ich von MTP kenne, von den GSVen, von irgendwelchen Ressortleitertreffen. Und das ist unglaublich bereichernd, wenn du ja mit einem Rückblick von fast 20 Jahren sagen kannst, hey, da sind Leute, mit denen hast du mal irgendwann zusammengearbeitet, und die kannst du mal anrufen, wenn du irgendwie mal ein Thema hast. Also unschätzbar, unschätzbar. So, jetzt zum eigentlichen Thema. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, wie waren Webprojekte eigentlich damals? Und wenn ich von damals spreche, dann spreche ich so von 99. Das Internet hat natürlich ein bisschen früher begonnen, aber als wir aktiv geworden sind und ja, die ersten Sites gemacht haben oder das CMS bei Kunden eingeführt haben, da sah das Internet zum Teil noch so aus. Die älteren Semester werden noch diesen Browser kennen. Das ist sogar der Internet Explorer. Ich dachte, das wäre der Netscape. Na, egal. Also damals gab es eben noch andere Browser wie heute, und es sah alles ein bisschen anders aus. Und das Internet war für viele Unternehmen einfach wirklich Neuland. Also da war es wichtig, dass man gesagt hat, hey, hier Internet, wir wollen dabei sein. Wir müssen da jetzt irgendwie rein.
Und ein Teil war, dass man sich sehr oft über das Design differenziert hat. Man wollte anders sein als die anderen und diese Differenzierung hat halt hier eben durch Optik stattgefunden. Ich kann mich erinnern, da gab es eine sehr, sehr berühmte Agentur aus Hamburg, die hieß Fork Unstable New Media und die haben wirklich sehr, sehr abgefahrene Designs gemacht. Da bist du nachher auf eine Seite draufgekommen und da hat irgendwie, da war sehr viel Animation drauf und es war völlig abgefahren und letztendlich hast du gar nicht gewusst, was es eigentlich soll, aber es war total einzigartig und das wollten die Unternehmen damals oftmals haben. Der Fokus von den Unternehmen, der lag sehr stark auf Präsentation und Selbstdarstellung, also was bin ich, wie ist meine Historie und wie schaut mein Vorstand aus und das sind meine Produkte. Usability war eigentlich überhaupt, ja, sag mal nicht überhaupt nicht relevant, aber es steckte in den Kinderschuhen. Also da hat kaum jemand drauf geachtet, wie der User letztendlich mit der Seite zurechtkommt, das war vielen eigentlich wurscht. Es gab ja auch noch keine Tests und so weiter oder war auch noch nicht so weit verbreitet, sondern man hat einfach gesagt, hier, das ist mein neues geiles Design, alle können mal drüber staunen und sagen, wow, was für eine coole Seite und das war es dann auch schon. Es wurde nicht differenziert, sondern es gab eine Seite in der Regel für alle Zielgruppen. Und ob ich jetzt ein Händler war oder ob ich jetzt Endkunde war oder ob ich jetzt irgendwie ein Zulieferer war, ich bin immer über die gleiche Seite gekommen. Flash-Animation. Also wenn man irgendwas bewegt darstellen wollte, dann hat das damals in Flash stattgefunden. Es war eine äußerst populäre Technologie. Steve Jobs hat Flash dann letztendlich den Garaus ausgemacht, zu Recht, wie ich meine. Gibt es heute auch nicht mehr. Und was auch noch interessant war, hat auch noch ein Kollege gesagt, damals wurden Websites für bestimmte Browser und Auflösungen optimiert. Kann man sich nicht, gar nicht mehr daran erinnern, aber es stand oftmals früher dann unten drin, optimiert für Netscape Navigator in der Auflösung 800 bis 600 oder mal 600 Pixel. Völlig absurd, das interessiert heute keinen Menschen mehr. Die Seite muss einfach auf allen Geräten laufen. Und was vielleicht auch noch relevant war, damals, weil eben Neuland, gab es, ja, ich würde mal sagen, relativ geringen Marketinganteil für Web. Das heißt, Web wurde noch dem Marketing dann zugeschlagen und die mussten halt dann irgendwie den ganzen Printbereich und alles abdecken und dann musste auch noch ein bisschen dieses Internet finanziert werden. Das heißt, am Anfang musste man da schon gucken und sagen, hier, wir brauchen da Budgets und da müsst ihr mal ordentlich was rein investieren. So, Webprojekte heute hat sich eine ganze Menge geändert. Ich habe dieses Bild gefunden. Ich finde es einfach ziemlich cool, was sich so geändert hat, wenn du dir mal überlegst, innerhalb von 60 Sekunden, was da alles passiert in einer Minute. 900.000 Facebook-Logins, 16 Millionen WhatsApp-Messages, 4,1 Millionen Videos auf YouTube angeschaut etc. Also das Web ist mittlerweile Standard geworden. Es geht nicht mehr ohne und das haben auch die Unternehmen begriffen. Es gibt diesen Begriff der Digital Natives. Das heißt, viele Leute kennen eigentlich gar keine Welt mehr ohne Internet. Gerade die Jüngeren, die werden sich fragen, ja, wie hat denn das damals eigentlich funktioniert? Was ist jetzt in den Mittelpunkt gerückt? Gerade aus Nutzersicht Effizienz und Bequemlichkeit. Du kriegst den User immer, wenn du Effizienz anbieten kannst, wenn du Bequemlichkeit anbieten kannst. Stichwort ist hier Amazon. Sie machen es dir letztendlich so wahnsinnig einfach und so wahnsinnig bequem, irgendwelche Produkte zu kaufen, dass du gar keine Lust mehr hast, irgendwo anders zu shoppen zu gehen, weil du hast deinen ganzen Kram eh schon bei Amazon drin und du musst nur einmal gucken, klicken und schon hast du es. Sie kriegen die User einfach über die Bequemlichkeit. Ein ganz großer Stellenwert hat jetzt Usability bekommen. Man achtet natürlich sehr drauf, wie funktioniert die Seite für den User, wie kommt der User mit der Seite zurecht und auch SEO, wie wird meine Seite überhaupt gefunden, wie kommen die Leute auf meine Seite. Das hat am Anfang überhaupt gar keine Rolle gespielt. Da hieß es irgendwie, ja, ich bin im Internet, die können mich schon irgendwie finden, wenn sie mich suchen und gut ist. Der Fokus hat sich auch stark verändert, also nicht mehr reine Präsentation und Darstellung, sondern die meisten Unternehmen, die schauen auf Transaktionen, also sei es jetzt irgendwelche Shop-Plattformen, E-Commerce-Sachen, wie können wir möglichst viel umsetzen, alle wollen irgendwie Daten sammeln, ja, weil sie die Daten halt weiterverwenden können oder Interaktionen, also
hier meine Seite ist, du kannst irgendwelche Inhalte teilen und weiterverbreiten. Und das wird alles so optimiert gemacht, dass die User das eben weiterverbreiten können und damit eben auch ein Teil des Marketings der Unternehmen werden. Ganz wichtiger Stichpunkt ist auch Vernetzung. Also die Unternehmen gucken, dass sie halt ihre Inhalte nicht nur auf einem Kanal haben, sondern halt gleich bei Facebook drin und was weiß ich, bei Snapchat oder bei Instagram genau, auf möglichst vielen Kanälen halt ein und denselben Inhalt raushauen können. Auch hier wieder das Thema Effizienz ganz wichtig. Dann muss die Seite und Webprojekte natürlich, und das ist eigentlich fast schon selbstverständlich, so optimiert sein, dass sie auch auf unterschiedlichen Geräten funktionieren. Also klassischer Mobile-First-Ansatz, also das Ding muss zuerst auf dem Handy funktionieren, auf dem Smartphone und dann auf dem normalen PC, Responsive Design, das ist heute selbstverständlich. Das hat früher auch noch überhaupt keinen interessiert, weil das Internet in der Regel über normale PCs konsumiert wurde. Dass das Internet mobil wurde, das hat sich erst in den letzten, 8 bis 10 Jahren groß entwickelt. Auch wichtig, Standardisierung. Also während früher darauf Wert gelegt wurde, dass man sich möglichst stark durch ein Design differenziert, erkennt man eher, dass Unternehmen schon sehr ähnlich sich positionieren, dass sie gar nicht so wahnsinnig unterschiedlich von ihrem Design und von ihrer Seitenstruktur aufgebaut sein wollen wie die Wettbewerber. Warum? Weil sie genau wissen, der Kunde, der bei meinem Wettbewerber auf der Seite ist und dann vielleicht mal zu mir kommt, der möchte sich vielleicht gar nicht vollkommen umorientieren, sondern der ist durchaus zufrieden, wenn er halt irgendwie oben den Burger-Button findet und die Navigation ausklappen kann oder wenn er weiß, wo die Suche ist oder wenn er weiß, dass er bei Klick auf links oben aufs Logo immer wieder auf die Startseite zurückkommt. Das heißt, hier so ein bisschen Standardisierung. Stichworte hier Material Design, auch von Google, die geben ja so ein bisschen was vor und das wird sehr, sehr stark adaptiert von den Unternehmen. Man versucht sich hier dann eher durch die Inhalte zu differenzieren und nicht mehr durchs Design, wie es mal vielleicht früher war. Und noch ein weiterer wichtiger Punkt, man achtet jetzt drauf, wer kommt auf meine Seite, wer sind meine Zielgruppen. Also ich muss andere Inhalte für meine Endkunden liefern, wie ich jetzt zum Beispiel für meine Zulieferer habe oder für meine Geschäftspartner. Und viele Unternehmen gehen auch her, die machen dann eigene Portale, ein Händlerportal, ein Kundenportal etc. Und bei Unternehmen, die eben sehr, sehr viel Content produzieren und bereitstellen können, da ist natürlich das Thema Personalisierung sehr wichtig. Also dass ich meinem Kunden anhand von irgendwelchen Parametern genau die Inhalte liefern kann, die ich glaube, dass sie interessieren. Ist immer noch ein hochspannendes Thema. Da wird noch viel passieren an der Stelle. Und ja, Bewegtbild gibt es jetzt auch immer mehr. Nachdem Flash mal eine Zeit lang immer weniger wurde und damit auch Bewegtbild weniger wurde, ist jetzt über HTML5 kommen jetzt wieder Videos drauf und in einer sehr attraktiven Art und Weise. Das Web wird einfach ein bisschen bewegter. So, das war jetzt mal so ein kleiner Rückblick, so eine kleine Darstellung, wie war es das Webprojekte damals und heute. Und ich habe jetzt noch ein paar Screens mitgebracht von unserer eigenen Software, die wir mal so über die Jahre entwickelt haben. Letzter Punkt noch, hoher Marketinganteil fürs Web. Also das ist den Unternehmen heutzutage klar, wo sie ihre Euros investieren müssen und wer es nicht im Web macht, der hat halt dann verloren auf die lange Sicht. Genau, ich habe ein paar Screenshots mitgebracht, wie unsere Software sich im Laufe der Jahre entwickelt hat. Das war jetzt eine Version von 1999. Wir haben damals sehr viel für die Kirchgruppe gemacht. Und dann gab es eine spätere Version, die sah dann so aus. Und was man erkennen kann, also das Produkt entwickelt sich weiter, aber wir haben trotzdem immer versucht, das Grundlayout beizubehalten. Das heißt, dass man hier auf der linken Seite halt immer den Navigationsbaum hat, dass man halt die Seiten anspringen kann. Wir haben von Anfang an eine What You See is What You Get Ansicht gehabt. Das heißt, der User sieht immer, wie seine Seite aussieht, wenn er sie bearbeitet. Und das ziehen wir auch bis heute durch. Das ist jetzt die vorletzte Version.
Und das ist jetzt die aktuelle Version, die wir jetzt vor kurzem erst vorgestellt haben. Also das Grundlayout ist beibehalten geblieben. Es hat sich natürlich am Backend und an der Technologie enorm viel verändert, möglich gemacht durch die ganzen Browser-Technologien, dass halt so ein Browser heutzutage viel, viel mehr kann wie 1999. Und das macht letztendlich auch von der Usability, von der Nutzbarkeit viel angenehmer für den User, mit der Software heutzutage zu arbeiten. So, das war's jetzt von mir erstmal. Ich sage erstmal danke. Du hast mich gefragt, was wir suchen. Wir suchen in der Regel Informatiker, Fachinformatiker und Softwareentwickler. Wir sitzen in München. Da sind diese Berufe relativ schwierig zu finden oder es gibt einfach sehr, sehr viel Wettbewerb. Auf der anderen Seite suchen wir natürlich auch immer interessante Projekte im Bereich Content Management und Social Software. Und wenn ihr in der Firma arbeitet, wo das Thema gerade aktuell ist, dann könnt ihr mich immer gerne anhauen. Würde mich sehr freuen, wenn da irgendwie mal ein Kontakt entstehen würde. Vlad, ich bin soweit durch und wenn es Fragen gibt, dann jederzeit sehr gerne. Ja, dann fange ich gleich an. Moment, ich mache mal mein Headset vielleicht wieder an, weil ich ein bisschen Interferenzen habe. Muss ich jetzt irgendwas ausschalten oder du ein oder wie läuft das? Sekunde. Ja, einer von uns muss Headset haben, sonst haben wir ein bisschen Interferenzen. Also, Alex, vielen Dank für den Vortrag. Also ich habe echt viel gelernt. Ich habe mit Web, glaube ich, um 2000 angefangen mit meinem ersten Computer und konnte die Entwicklung schon ganz gut nachverfolgen. Meine Frage, wo du, also ich hatte ja Fokus auf Browser gehabt von Anfang an, dann kam natürlich mit Smartphones immer wieder, also kamen Apps eher in den Vordergrund. Das heißt, also früher wollte jeder eine Webseite haben und dann ab 2000, ja, 8, 9, 10 so ungefähr, mit dem Erstarken von iPhone wollte plötzlich jeder eine App haben. Habt ihr auch Apps? Ob wir die selber entwickelt haben? Wir haben teilweise auch selber Apps entwickelt, aber letztendlich ist es nicht unser wirklicher Schwerpunkt. Was wir machen ist, dass wir Inhalte editierbar machen und wir liefern die Inhalte an Apps aus. Also wir haben Projekte mit Kunden gemacht, wo ein, ja, ich sag mal, spezialisierte App-Entwickler Apps entwickelt haben und die Inhalte letztendlich aus unserer Software reingepusht werden sozusagen. Das heißt, die Redakteure arbeiten im CMS, in ihrem Browser, erstellen da die Inhalte und können dann dort definieren, ich möchte jetzt den Inhalt auf der Website haben oder das sind jetzt Inhalte, die auch zusätzlich vielleicht noch in der App, in die App gepusht werden sollen. Okay, cool. Also die Nutzer benutzen dann eure Software eher einfach im Browser auf dem PC dann oder Mac? Ganz genau, richtig. Also der normale Redakteur, der arbeitet auf seinem Notebook und macht halt eine Website auf, über VPN zum Beispiel, und kann dann dort die Seiten, wo immer er ist, editieren. Was sie halt für Kanäle haben, können die Inhalte eben auch in Apps rausgepusht werden. Mhm. Wir haben auch andere zum Beispiel, die betreiben ihre Newsletter mit dem System. Also du kannst damit auch genauso gut Newsletter produzieren. Ah, okay. Verstanden. Okay, da haben wir jetzt eine Frage von Vanessa. Mich würde deine Meinung zur Zukunft der Webprojekte interessieren. Wohin geht der Trend, beziehungsweise was wird sich voraussichtlich ändern? Also was wir so als Trend ein bisschen sehen, es ist ein ganz, ganz starker Wettbewerb, es ist eine Angleichung, also gerade Unternehmen, die vielleicht jetzt erstmal ins Internet gehen, die schauen natürlich nach einfachen, preiswerten Lösungen, da geht es dann in Richtung WordPress und irgendwelche Standard-Templates. Das ist dann meistens so ein bisschen Präsentation im Fokus. Was wir sehr stark merken bei den Projekten, die wir machen, ist, dass die Vernetzung und Integration von Backend-Systemen eine ganz, ganz große Rolle spielen. Dass Unternehmen halt sagen, ja, wir haben hier die und die Datentöpfe, die müssen wir irgendwie bereitstellen oder die müssen editierbar gemacht werden und so weiter. Und die sind halt schon einen Schritt weiter.
Ich habe vorhin den Kunden RTL angesprochen. Die sind da aus meiner Sicht sehr, sehr innovativ, zumindest aus der Technologie. Man muss das immer so ein bisschen differenzieren. Muss nicht immer Freund von den Inhalten sein, die publizieren, aber was die an Technologie im Backend aufbauen, das heißt ein zentraler Content-Pool, der unterschiedlichste Sites nach irgendwelchen vorgegebenen Algorithmen und Nutzerfeedbacks irgendwie dann bespielt, das ist schon ziemlich ganz weit vorn. Aber zugegebenermaßen, dazu musst du auch die Inhalte haben und ein normales mittelständisches Unternehmen hat diese Inhalte in der Quantität einfach nicht. Okay, verstanden. Na, jetzt eine Frage von mir noch. Welche GSV hast du denn mitorganisiert? Also die in München im Jahr 1996 oder? Nee, das war 99 und das war die GSV Biolau. Also das war leider gar nicht München. Wir hatten damals so ein bisschen das Pech, dass wir den Zuschlag bekommen haben, ohne wirklich eine 100% sichere Location in München zu haben. Und als wir dann den Zuschlag hatten, mussten wir uns um eine Location kümmern und festgestellt, dass in dem verfügbaren Zeitraum eben in München überhaupt nichts zu vertretbaren Kosten verfügbar war. Und dann sind wir in die Nähe von, ich weiß nicht mehr, also Violau war das auf jeden Fall, sind wir da ausgewichen. Das war eine Jugendherberge, so ein bisschen am Land, ich glaube, ein paar Kilometer, ja, 40 Kilometer von München weg. Ich glaube, das war die einzige GSV, die irgendwie den Titel einer Stadt hat, aber nicht in der Stadt selber stattgefunden hat. Ah ja, schön. Wer war so Mitorganisator damals? Weißt du es noch? Und hast noch Kontakt zu den Leuten? Bitte? Der Alex Föhl. Hast noch Kontakt zu ihm? Ja, natürlich. Alex Föhl, der Andi Kreuzfeld war noch mit dabei. Andi Spiegel kenne ich noch. Noch eine ganze Menge. Christine Schneider, glaube ich, war noch mit dabei. Ja, also alle bringe ich nicht zusammen. Also die Frage trifft mich etwas unvorbereitet, ehrlich gesagt. Ja, hat mich einfach mal interessiert. Gut, vielleicht, also du hast gemeint, ihr habt es zu 8 gegründet. Waren da Techies dabei und nicht Techies? Oder, und wer ist jetzt übrig geblieben? Also, ja, interessanter Punkt. Wie haben wir uns gefunden? Gehe ich nochmal vielleicht ganz kurz einen Schritt zurück. Also einige von uns haben in einer Firma gearbeitet in München, die damals auch mit Webtechnologien gearbeitet hat. Das war so roundabout 97, 98. Und das war eigentlich ganz okay, da hat man viel lernen können. Und das Einzige, was mal irgendwann blöd war, war, dass irgendwie die Polizei im Laden stand und dann erzählt hat, ja, also der Geschäftsführer hat irgendwie krumme Dinger gedreht und wo ist der denn jetzt auf einmal? Und dann war der Laden relativ schnell zu. Und wir waren da ziemlich vor den Kopf gestoßen, haben dann natürlich auch unsere Gehälter nicht bekommen, also alles neben Studium. Und dann haben wir uns irgendwie 2, 3 Leute, die dort gearbeitet haben, haben gesagt, ja, hier, lass uns mal abends treffen. Und jeder schaut mal in seinen Bekanntenkreis, ob er nicht jemand kennt. Und dann saßen wir irgendwann mal zu 9 da und haben gesagt, ja, wir können das auch selber machen, was wir da in der anderen Firma gemacht haben. Und dann haben wir tatsächlich eine Firma aufgemacht. Von einem Mitarbeiter haben wir uns sehr, sehr schnell verabschiedet und dann haben wir zu 8 weitergemacht und dann hat sich aber irgendwann mal rausgestellt, die Taktfrequenz ist einfach eine andere. Also du musst, am Anfang lief alles richtig super und du musstest kaum was machen und dann hast du aber gemerkt, irgendwie langsam musst du auch mal vertrieblich ein bisschen aktiv werden und da gab es halt welche, die richtig gekeult haben und richtig Bock hatten, was zu tun und andere haben halt gesagt, ja, ich sitze hier und ich lege mir die Arbeit auf den Tisch und ich mache sie. Aber wenn keine Arbeit da ist, dann mache ich sie halt auch nicht. Und da hast du halt gemerkt, da hat halt so ein bisschen der Drive und auch das Engagement hat sich halt sehr unterschiedlich herauskristallisiert. Und dann haben wir irgendwann mal beschlossen, dass es besser ist, wenn man getrennte Wege geht. Und letztendlich sind wir dann zu 4 übrig geblieben. Und auf deine Frage zurückzukommen, wir haben letztendlich 2 Leute dabei, die Entwickler sind, die auch wirklich das Produkt weiterbringen und auch Projekte machen. Und wir haben 2 dabei, die eben von Entwicklung keine Ahnung haben. Dazu gehöre ich dazu und unser Geschäftsführer. Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr gute Mischung. Also mit keine Ahnung meine ich das, dass ich es nicht selber programmieren kann. Ich kann mittlerweile schon sehr, sehr viel einschätzen und auch analysieren, was jetzt machbar ist und was sinnvoll ist für einen Kunden. Aber ich kann es halt, wie gesagt, nicht selber programmieren. Aber du brauchst auf der einen Seite genau die Mischung der Leute, dass die dir sagen können, okay, das können wir programmieren, das kann man entwickeln, das macht Sinn. Und die anderen, die halt vielleicht mit Kunden sprechen und auch vielleicht den Erstkontakt machen und auch letztendlich dann deine Lösung, dein Angebot dann auch an den Mann bringen.
Also eine gute Mischung. Okay, hat zum erfolgreichen Unternehmen geführt. Sehr schön. Okay, genau, ja. Wir haben zwei weitere Fragen. Einmal von Tobias. Wie siehst du die Zukunft der Content-Erstellung? Inwiefern nehmen hier deiner Meinung nach KI Einfluss? Das habe ich nicht verstanden. Content-Einstellung oder was war das? Die Content-Erstellung. Also wie ist die Zukunft von Content-Erstellung und inwieweit ist der Einfluss von der künstlichen Intelligenz hierzu? Das ist eine interessante Frage. Zu künstlicher Intelligenz und Content-Erstellung habe ich ehrlich gesagt überhaupt gar keine Information. Da kann ich gar nichts dazu sagen. Letztendlich, denke ich, wird immer noch ein ganz großer Anteil der Inhalte manuell produziert werden oder durch Menschen produziert werden. Ich kann nur noch mal ganz kurz auf dieses Projekt, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, dieses Content-Center von RTL ansprechen. Da sitzen eine ganze Reihe von Redakteuren, also ich glaube, die haben so 200 Redakteure, die da sitzen und Inhalte produzieren. Und was da wichtig ist, dass die unglaublich schnell produziert werden. Also dieses Tool ist so gebaut, dass die im Browser einen definierten Prozess durchgehen, Inhalte übernehmen können, Inhalte schnell schreiben, vertaggen, mit Keywords aussehen, auszeichnen können und dass das Entscheidende ist letztendlich, wie schnell bin ich mit meiner News, mit meinem Artikel draußen, um auch ein gutes Ranking zu bekommen. Zum Thema künstliche Intelligenz, tut mir leid, kann ich ehrlich gesagt an der Stelle nichts dazu sagen. Da haben wir noch keine Erfahrung sammeln können. Okay, vielen Dank. Noch eine Frage von Vanessa. Wann habt ihr denn den ersten großen Kunden überzeugen können, eure Lösung zu nutzen? Ja, da hat man natürlich enorm viel Glück, weil einer von den Gründern, der hatte einen Verwandten, der in einem sehr, sehr großen Medienunternehmen aus München gearbeitet hat. Das gibt es leider nicht mehr. Und da haben wir praktisch, sind wir sehr, sehr gut reingekommen. Die haben damals eben viel mit dem Web gemacht und die hatten da halt eben ein sehr, sehr schönes Angebot dafür. Und die erste Akquise war enorm einfach, muss man ganz ehrlich sagen. Aber man ist da an der Stelle auch ein bisschen verwöhnt und das hat auch letztendlich vielleicht dazu geführt, dass wir irgendwann mal uns von ein paar Leuten trennen mussten, weil es kam dann irgendwann mal die Dotcom-Krise und Unternehmen haben alle Ausgaben angehalten. Und auch dieses besagte Unternehmen ist dann irgendwann mal in die Insolvenz geraten und abgewickelt worden. Und dann ist es auf einmal schwierig. Also wenn du dich die ganze Zeit darauf verlassen hast, für große Kunden zu arbeiten und die Aufträge kommen immer so von ganz alleine und du musst halt dann von praktisch jetzt auf nachher deine Aufträge dir selber akquirieren, das ist schon ein Unterschied. Und da haben wir schon gemerkt, da musst du ranklotzen können, da musst du keulen können und das lag halt auch nicht jedem und deswegen haben wir uns halt dann entschlossen, irgendwie anders weiterzumachen. Also ich nehme für mich mit, also setzen auf verschiedene Pferde, wie auch Hendrik schon vorher sagte, macht auf jeden Fall Sinn, also egal, ob es bei Investoren der Fall ist oder bei Kunden. Weil auf, jeden Fall, der Punkt. Auf jeden Fall. Wobei, ein vielleicht auch noch einen Punkt dazu sagen, also machen jetzt 18 Jahre, sind wir im gleichen Segment tätig, wir haben in der ganzen Zeit natürlich noch viele andere Unternehmen oder Marktbegleiter gesehen, die haben halt zwischendurch mal irgendwie, ach, jetzt schreiben wir uns noch CRM auf die Seite und E-Commerce machen wir auch noch und hier Shop-Plattform und jetzt machen wir auch noch irgendwie künstliche Intelligenz und was weiß ich. Also du musst schon irgendwie ein bisschen bei deinem Thema bleiben, um dann dir auch eine gewisse Glaubwürdigkeit aufbauen zu können. Und wir haben uns halt einfach in diesem Bereich Content Management festgesetzt und aus unserer Sicht auch ein hochspannendes Thema. Das wird die Unternehmen weiterhin lange, lange beschäftigen und wir schauen, dass wir halt da immer vernünftige, gute Lösungen anbieten können. Okay, wir haben noch eine Frage von Robin diesmal. Nach welcher Zeitdauer sollte man spätestens festgestellt haben, dass es im Long Run Potenzial gibt, fernab von Exit-Strategien? Du musst mir den mittleren Teil nochmal, das ist in welchem, wo gibt es okay, Potenzial? In welchem Teil? Also ich glaube, wann sollte man festgestellt haben, dass die Firma funktioniert und auch eine Möglichkeit bietet, über längeren Zeitraum profitabel zu arbeiten, also so wie bei dir eben, 18 Jahre, fernab von Exit-Strategien, also unabhängig davon, ob jetzt irgendjemand dich aufkauft oder nicht.
Also das sollte sich relativ schnell zeigen. Also wenn du dauerhaft Schwierigkeiten hast, deine Leistungen bei potenziellen Kunden irgendwie an den Mann zu bringen und dass du da auch dafür Geld bekommst, dann ist es vielleicht nicht das Richtige. Wir hatten das Glück, dass wir eigentlich von Anfang an mit Unternehmen sprechen konnten, die halt auch investieren wollten. Und das muss man auch dazu sagen, wir hatten auch vielleicht die richtigen Leute, die halt dann auch gesagt haben, hört mal her, das Internet ist vielleicht für euch neu und vielleicht ist es nichts wert, aber das kostet alles Geld, da ist Dienstleistung dahinter und wir stehen letztendlich dafür gerade. Es wird ja häufig bei Agenturen, findet ja zum Teil ein richtig heftiger Preiskampf statt. Du musst auch letztendlich dafür gerade stehen und sagen, nee, was wir hier machen, das hat seinen Preis und das kannst du jetzt nicht mit jeder x-beliebigen Klitsche da vergleichen. Aber die Frage war, wann sollte man das erkannt haben, ist pauschal ganz schwierig zu beantworten. Also wenn du wirklich die absolute knallerneue Idee hast und da völlig davon überzeugt bist und du aber erstmal deinen Markt dafür finden musst, dann kann es natürlich ein bisschen länger dauern. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie weit du bereit bist, da selber eigenes Kapital rein zu investieren und zu sagen, ja, ich sponsere das jetzt mal irgendwie 1-2 Jahre und weil ich da wirklich dran glaube. Aber letztendlich, meine Überzeugung ist, man muss es relativ schnell erkennen, ob dieses Thema, was ich da jetzt gerade bearbeite, womit ich gerade rausgehe, ob das tatsächlich einen Markt hat, ob die Leute da aufgeschlossen sind oder ob ich mir den Mund fusselig quatschen muss, um meine Leistung überhaupt an den Mann zu bringen. Das ist jetzt eine persönliche Meinung. Okay, gut, vielen Dank. Wir haben keine weiteren Fragen mehr und ich glaube, mit der Zeit haben wir schon ein bisschen überspannt. Ich wollte um 9 fertig sein, 5 Minuten haben wir noch. Das kriegen wir hin, Vlad. Ja, also ich denke, wenn es keine Fragen mehr gibt, Alex, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, war sehr spannend, also ich habe für mich selber sehr viel Neues mitgenommen und ich hoffe, die Zuhörer auch. Wie machen wir weiter? Wir werden auf jeden Fall die Serie fortsetzen. Also das ist mir persönlich ganz wichtig. Sie fragen, wie wir immer wieder weitermachen, ob wir vielleicht, ja, ich weiß gar nicht, Professoren machen vielleicht oder Karriere in Großkonzernen im Gegensatz zu Startups. Wenn jemand von euch MTPler kennt, und ich glaube, ihr alle kennt es, MTPler, sagt mir Bescheid, wer Lust hätte vorzutragen, wer vielleicht besonders gut dafür geeignet wäre. Ich schaue selber in meinem Netzwerk. Macht mir gerne Themenvorschläge. Also wie gesagt, Professoren wäre so, glaube ich, als nächstes dran. Da hätten wir, glaube ich, ein paar coole auf jeden Fall im Verein, die euch Alumni und euch Studenten beibringen, also erzählen könnten, wie es ist, eine Professorenkarriere zu starten. Also ich habe davon persönlich überhaupt keine Ahnung. Und ich denke, vielleicht nächsten Monat machen wir den nächsten. Es war toll mit euch. Vielen Dank für das positive Feedback. Ich glaube, technisch hat das auch gut geklappt. Toi, toi, toi. Wir schauen, dass wir dieses Webinar hochladen. Und ja, ich verabschiede mich. Wünsche euch einen schönen Abend und vielen Dank euch. Ciao.